Guten Tag. Wie unser Name bereits zum Ausdruck bringt, ist der Schutz der Umwelt und ihrer Artenvielfalt eines der zentralen Anliegen der Stiftung Leben und Umwelt, Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen. Unsere Gründung als Stiftung ist sowohl ein Ergebnis der Zusammenarbeit der Grünen mit dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen, dem VNB, einer Landeseinrichtung der Erwachsenenbildung, als auch der Etablierung der Partei Die Grünen im Niedersächsischen Landtag in den 80er Jahren. Seitdem hat sich viel getan. Umweltschutz und Artenvielfalt werden heute in fast allen Parteien thematisiert. Die Wissenschaft sagt uns aber ganz klar, dass diese Thematisierung noch nicht zu den nötigen Maßnahmen geführt hat, um unter anderem dem Artenschutz Einhalt zu gebieten. Als Jugendlicher in den 70er Jahren konnte ich im elterlichen Garten in Hannover noch unmittelbar erleben, warum der Schmetterlingsstrauch so heißt. Fast 100 Falter konnte ich gleichzeitig beobachten. Heute steht dieser Strauch immer noch im Garten meiner Eltern, allerdings ohne dass Falter darauf noch zu beobachten wären. Mit ihnen verschwanden die Vögel, die auf eine Vielzahl von Insekten als Nahrungsquelle angewiesen sind. Und leider ist der städtische Garten dabei kein Sonderfall. In der freien Landschaft sieht es nicht besser aus. Ja, das Verschwinden der Insekten macht selbst nicht vor Naturschutzgebieten Halt, wie die Krefelder Studie eindrucksvoll deutlich machte. Umso wichtiger ist es jetzt, dass jetzt immer mehr gesellschaftliche Einrichtungen das Thema Artenvielfalt oder vielleicht besser ausgedrückt das Insektensterben stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein holen. Die Stiftung Leben und Umwelt, Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen, freute sich daher, als das staatliche Naturhistorische Museum in Braunschweig uns die Kooperation bei der Diskussionsveranstaltung Landwirtschaft und Artenvielfalt anbot. Dass inzwischen Bewegung in das Thema gekommen ist, belegen sowohl die Aktivitäten der Landesregierung mit ihrem niedersächsischen Weg als auch die Initiative Volksbegehren Artenvielfalt, die inzwischen erfolgreich die erste Hürde nahm und 54.500 Unterschriften für Anliegen sammeln konnte. Bei der Stiftung Leben und Umwelt fügt sich die Veranstaltung ein in unsere diesjährige Schwerpunktsetzung Artenvielfalt und Insektenschutz. Als Stiftung wünschen wir uns dabei noch viele weitere Veranstaltungen zu diesem Thema und sind im Rahmen von Kooperationen auch bereit, an der Umsetzung dieser Veranstaltung sowohl inhaltlich als auch finanziell mitzuwirken. Sie finden unsere Kontaktdaten bei Interesse im Internet. Das heutige Podium verspricht dabei sowohl einen Blick auf die wissenschaftliche Seite als auch auf die aktuelle politische Debatte, mit welchen Mitteln der Schutz der Artenvielfalt jetzt endlich umgesetzt werden soll. Unser Dank als Stiftung geht dabei an alle Teilnehmenden und an das Museum, was mit der Ausstellung Vielfalt zählt, für einen grundlegenden Bildungsbeitrag zu dem Thema gesorgt hat. Dankeschön. Also kurz noch zu meiner Person. Ich bin freier Journalist und in dieser Position gerade hier. Ich arbeite ansonsten aber für das Julius-Kühn-Institut, das hier auch in dieser Ausstellung beteiligt ist. Aber das ist gerade heute nicht meine Aufgabe. Ich denke aber, es ist wichtig zu sagen, dass es da eine Verbindung gibt. Willkommen erstmal hier im Namen des Naturhistorischen Museums Braunschweig und der Stiftung Leben und Umwelt Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen. In diesem wunderschönen historischen Ort im Rittersaal, also einer historischen Kulisse und auch einer ja etwas ungewöhnlichen Soundkulisse, die jetzt glücklicherweise abgestellt ist. Draußen geht es, glaube ich, auch um eine Form von Vielfalt, genau wie hier drin. Unsere Diskussionsrunde heißt Landwirtschaft und Artenvielfalt, Konfliktfeld und Lösungsmöglichkeiten. Im Oktober 2017 öffentlichten Mitglieder eines bis dahin kaum bekannten Vereins von Insektenkundlern in Krefeld eine Studie über ihre Langzeitbeobachtungen zum Insektenbestand. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, solche Studien gibt es immer mal wieder, aber aus nicht ganz leicht zu erklärenden Gründen gelang diesen ehrenamtlichen Insektenkundlern, was ihren professionellen Kollegen bisher verwehrt geblieben ist, nämlich mit ihrer Beobachtung eines massiven Rückgangs der Biomasse der Fluginsekten um bis zu 80%, in Naturschutzgebieten erzeugten sie ein gewaltiges Medienecho. Die Studie ist im Jahr 2017 erschienen und landete gleich auf Platz 6 der meist diskutierten wissenschaftlichen Studien dieses Jahres.
Die Krefelder Studie wird sie genannt, haben vielleicht einige schon gehört. Und vor allen Dingen machte sie international Schlagzeilen in den Medien. Die überschlugen sich förmlich. Der Guardian beispielsweise, Zeitung in England, sprach vom ökologischen Armageddon, das ernsthafte Auswirkungen auf alles Leben auf der Erde haben könnte. Neue Studien befeuerten diesen Medienhype. Einige Forscher spekulierten gar über das Aussterben sämtlicher Insekten bis zum Ende des Jahrhunderts. Das New York Times Magazine titelte daraufhin, die Insektenapokalypse ist da. Und etwas nüchterner, aber ebenfalls sehr düster war das Spektrum der Wissenschaft mit diesem Titel hier, warum sterben die Insekten? Der dramatische Verlust für unser Ökosystem. Mittlerweile ist die Erregung, die mediale, wieder ein bisschen abgeebbt. Und es sind auch ein paar, im April dieses Jahres beispielsweise, ist eine Metastudie von deutschen Forschern veröffentlicht worden, die zu dem Ergebnis kam, dass die Populationen der Landinsekten schrumpfen. Nicht ganz so rapide, wie es vorher teilweise veröffentlicht wurde, dass wiederum die Bestände von Süßwasserinsekten zunehmen. Man kann insgesamt, glaube ich, sagen, da wird Herr Dauber sicherlich gleich noch was zu sagen, dass die Forschungslage nicht eindeutig oder perfekt ist. Einige Arten sind bedroht, anderen geht es gut oder besser. Wenn man die Wildbienen beispielsweise nimmt in Deutschland, davon sind sehr viele Arten gefährdet. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Arten aber zu, was daran liegt, dass sie in gewisser Weise Gewinner des Klimawandels sind. Viele sind wärmeliebende Arten. Einige kann man sich übrigens am Stand des US-Kühn-Instituts hier drüben auch anschauen. Man kann vielleicht wenigstens einige sichere Schlüsse aus dieser langen oder aus dieser aufgeregten Diskussion ziehen. Nämlich erstens, es gibt einen Rückgang der Insekten, das ist wohl unbestritten, und auch der Arten. Zweitens, wir wissen in vielen Fällen noch ziemlich wenig. Es gibt sexy Arten, wie Libellen und Schmetterlinge vor allen Dingen, die relativ gut untersucht sind und das auch historisch schon sehr lange. Es gibt wiederum andere Arten, die eher stiefmütterlich behandelt wurden. Und es gibt auch neben dem Insektensterben eine Art Entomologensterben. Also ist die Zahl der Insektenkundler ist in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen. Es gibt einfach nicht mehr so viele Leute, die das systematisch untersuchen. Und drittens, das ganze Thema ist sehr prominent geworden und auch politisch aufgegriffen worden. Das ist vielleicht vor allen Dingen das Beste an dieser ganzen Diskussion. Die Politik hat reagiert, beispielsweise hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft das groß angelegte und auf lange Dauer ausgerichtete Monitoring der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften, MONVIA, ins Leben gerufen. Herr Dr. Dauber ist, soweit ich weiß, am Insektenmonitoring beteiligt und hier ebenfalls hier in Braunschweig am US-Kühn-Institut wird zum Beispiel auch die Vielfalt von Ackerunkräutern untersucht. Gleichzeitig neben diesen vielleicht sicheren Schlüssen sind aber jede Menge Fragen offen bei diesem Thema. Die Landwirtschaft spielt mit Sicherheit eine bedeutende Rolle für die Biodiversität. Dabei kann man beobachten, dass die Medien sich häufig auf die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln konzentrieren, weil das prägnante und sehr verständliche Symbole für das Problem sind. Wissenschaftler sprechen viel häufiger aus meiner Wahrnehmung über Habitatverlust und Nahrungsmangel. Und es stellen sich jetzt eine Menge Fragen. Was muss geschehen, damit Landwirtschaft und Artenvielfalt nicht nur ein Konfliktfeld darstellen, wie wir es in unserem Titel stehen haben? Braucht es strengere Regeln für Pflanzenschutz und Düngung? Welchen Beitrag kann der Biolandbau beispielsweise leisten? Und was hat das mit dem sogenannten niedersächsischen Weg auf sich? Über diese und viele andere Fragen diskutieren heute, fange ich mal ganz links an, Carsten Baug, Demeter Bauer und Geschäftsführer des Bauhofs Klein-Süßstedt bei Uelzen, Frank Österhelwig, Landwirt, Vizepräsident des Niedersächsischen Landtags und Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Braunschweig, Ulrich Löhr, Landwirt aus Groß-Denkte und Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land, Gisela Wicke, Diplombiologin und Mitglied im Landesvorstand des NABU Niedersachsen. Und last but not least, wir wollten eigentlich ein möglichst ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Wir haben uns darum bemüht, aber ein Y-Chromosom ist uns leider verlustig gegangen, weil Miriam Staute, die landwirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, leider erkrankt ist kurzfristig. Aber ein besonderer Dank daher an Christian Mayer, der eingesprungen ist, Diplom-Sozialwirt, Sprecher für Naturschutz der Grünen Landtagsfraktion und ehemaliger Landwirtschaftsminister Niedersachsens. Herzlichen Dank dafür. Bevor wir jetzt aber mit der Diskussion starten, wie schon angekündigt von Herrn Dr. Joger,
übergebe ich das Wort an Professor Dr. Jens Dauber. Er leitet das Institut für Biodiversität am Thünen-Institut in Braunschweig und ist Professor für Biodiversität von Agrarlandschaften an der TU. Er beschäftigt sich vor allem mit dem Einfluss des Wandels der Landnutzung auf Insekten sowie mit deren Ökosystemdienstleistungen wie Bestäubung und natürliche Schädlingskontrolle. Herr Dauber wird jetzt 10 Minuten Impulsvortrag geben und sicherlich eine Menge Anregungen geben für die anschließende Diskussion. Moment. Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann, Herr Joger, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, heute einen kurzen Impuls geben zu können zu diesem Thema. Vielfalt zählt, mit dem besonderen Blickpunkt auf Artenvielfalt und Agrarlandschaften. Vielfalt zählt für viele von uns, für mich persönlich zählt Vielfalt, weil ich in meiner Eigenschaft als Wissenschaftler, und das MONVIA-Programm wurde ja auch gerade schon erwähnt, Monitoring-Programm, dafür verantwortlich bin, Vielfalt zu zählen. Und damit beginnen wir jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen vom Julius-Kühn-Institut auch ein Agrarlandschaftsmonitoring der biologischen Vielfalt aufzusetzen, als Reaktion auch auf die schon genannte Krefeld-Studie und das politische und gesellschaftliche Interesse, das daraus entstanden ist, mehr darüber zu erfahren, was eigentlich in unseren Agrarlandschaften los ist. Nichtsdestotrotz wissen wir jetzt auch schon aus unseren Studien und von den Daten, die uns vorliegen, dass die Situation nicht gut ist für viele Arten. Und Insekten wurden schon genannt, aber auch Agrarvögel, Ackerwildkräuter, andere Organismengruppen, denen geht es nicht gut in unseren Agrarlandschaften. Entsprechend gibt es momentan eben auch viele andere Gruppen, für die Vielfalt zählt, die Gesellschaft, die jetzt mit Bürgerbegehren in vielen Bundesländern die Politik adressiert, die Landwirtschaft adressiert und sagt, wir müssen etwas ändern. Ja, Dinge müssen sich verändern, wir wollen das nicht mehr. Auf der anderen Seite haben wir die Landwirtschaft, die sagt, naja, aber der Druck auf uns wird enorm hoch. Wir sollen für die Umwelt was tun, wir sollen fürs Tierwohl was tun, für die Insekten, das würden wir auch sicherlich gerne, aber wie sollen wir das stemmen? Das passt nicht in unsere Betriebskonzepte. Wir können das ist teuer, so etwas zu tun. Und deswegen tauchen grüne Kreuze in den Feldern auf. Es gibt eine Gegenreaktion. Die ist auch verständlich, weil auch viele Landwirte von sich aus sagen, naja, aber ihr wollt auch, dass wir die Nahrung produzieren. Das heißt, auch aus der Gesellschaft heraus ist ja vor allem in Nachkriegszeiten ein Bild entstanden für die Landwirtschaft, klare Produktionsziele, klare Wirtschaftsziele, die eigentlich dazu, zu dieser Entwicklung der Landwirtschaft beigetragen haben, wie wir sie heute haben, eine ertragsmaximierte Landwirtschaft häufig. Und insofern jetzt vielleicht auch das Unverständnis oder das Problem, mit einer veränderten gesellschaftlichen Sichtweise umzugehen und die wiederum auch anzunehmen. Aber tatsächlich stellt sich sowohl den Landwirten, die das umsetzen sollen, als auch natürlich uns in der Wissenschaft, aber auch Ihnen, die vielleicht auch an solchen Bürgerbegehren teilnehmen möchten, die Frage, was können wir denn eigentlich ändern, was können wir denn tun? Und da müssen wir natürlich kritisch auf das schauen, was wir bisher getan haben. Und da, wenn wir uns die Zahlen heute anschauen, müssen wir sagen, die meisten Maßnahmen, die wir bisher umgesetzt haben, waren nicht besonders wirkungsvoll. Im Kleinen, im Detail, hier und da sicherlich ja, im Großen sehen wir nicht, dass ich etwas getan hätte und jetzt auch das Greening der jetzt auslaufenden EU-Agrarförderung wurde abgewatscht. Auch vom Europäischen Rechnungshof, der gesagt hat, was ihr hier gemacht hatte, hat keinen Erfolg gehabt. Das müssen wir uns vor Augen führen. Also was sollen wir stattdessen tun? In der Wissenschaft gehen wir im Prinzip von zwei Hauptdenkrichtungen aus, wie sich biologische Vielfalt verbessern, erhalten, fördern lässt. Das eine Konzept, ich nenne es jetzt mal mit dem englischen Fachterminus, nennt sich Land Sparing, das andere Land Sharing. Was verbirgt sich dahinter? Beim Land Sparing, aussparen, ist die Idee, ich erhalte Areale, die ich möglichst nicht bewirtschafte, in denen biologische Vielfalt gefördert wird. Nebendran sind dann Areale, die vor allem für Produktion, für Landwirtschaft
zur Verfügung stehen, wo auch möglichst viel produziert werden soll. Dieses Konzept findet sich sehr häufig, auch jetzt schon, wenn wir auf unsere Maßnahmenkataloge schauen. Auch jetzt werden Sachen diskutiert wie Refugialflächenansätze. Herr Kaufmann hat schon gesagt, Pflanzenschutz ist immer wieder Thema. Und die Idee ist jetzt, weil die Landwirtschaft viel Pflanzenschutz, auch Insektizide einsetzt, schaffen wir in der Landschaft Refugialflächen, kleine Areale, die nicht betroffen sind, die nicht gespritzt werden dürfen. Hier können sich die Tiere erholen oder auch die Pflanzen. Aber nebendran wird weiter Landwirtschaft betrieben wie bisher. Ja, auch Blühstreifen, ähnliche Situation. Wir nehmen immer etwas raus aus der Landwirtschaft und schaffen nebendran einen kleinen Platz für die biologische Vielfalt. Viele Landwirte greifen das auch gerade gerne auf und sagen, ja, wir können ja ein Betriebskonzept entwickeln, ein Betriebszweig Biodiversität, wir haben einen Betriebszweig landwirtschaftliche Produktion, nebendran einen Betriebszweig Biodiversität. Ihr sagt uns, meistens ihr Wissenschaftler sagt uns, wie viele Feldlerchen wollt ihr, und dann produzieren wir euch die Feldlerchen genauso, wie wir euch die Dezitonnen Weizen produzieren. Das ist eine spannende Denke, die kann auch in Teilen funktionieren, aber wir müssen schon genau wissen, was wir da eigentlich tun. Andererseits, was dann etwas verwunderlich ist, wenn wir wieder zu dem Motto zurückkommen, Vielfalt zählt, dann müssen wir doch eigentlich sagen, ja, Vielfalt zählt, Vielfalt vielleicht auch für die Landwirtschaft. Eigentlich ja, weil biologische Vielfalt ist die Grundlage landwirtschaftlicher Produktion. Nicht nur was Züchtung anbelangt, genetische Vielfalt unserer Kulturen und auch der Begleitpflanzen, sozusagen der Wildpflanzen, die wir benötigen, um weiter züchten zu können, ja, sondern auch die assoziierte biologische Vielfalt, viele Insekten, die dazugehören, die eben für diese auch schon genannten Ökosystemleistungen verantwortlich sind. Bestäubung, natürliche Schädlingskontrolle, Bodenfruchtbarkeit, das sind alles Dinge, an denen ist biologische Vielfalt essentiell beteiligt. Das heißt, auch die Landwirtschaft sollte eigentlich ein originäres Interesse haben, biologische Vielfalt zu erhalten und in ihrer Produktion zu nutzen. Das muss sie aber jetzt nicht mehr. Wir haben es geschafft, oder die Landwirtschaft hat es geschafft, eben diese Leistungen durch externe Inputs zu ersetzen. Mineralische Düngung, chemisch-synthetischer Pflanzenschutz und so weiter. Das heißt, wir brauchen das erstmal nicht mehr in der Landwirtschaft. Daher auch klar diese Denkweise, ich mache oder ich fördere Biodiversität außerhalb. Das zweite Gegenkonzept ist aber ein sogenanntes Landsharing. Das heißt, ich versuche auf der gleichen Fläche sowohl zu produzieren als auch biologische Vielfalt zu fördern. Das kennen wir auch schon, ist auch nichts Neues. Herr Baug sitzt hier, er ist ein Vertreter sozusagen dieses Konzeptes. Der Ökolandbau ist ein Klassiker dafür, ja, dass eben im Ökolandbau stärker auch biologische Vielfalt Platz findet. Aber es ist auch kein, nicht unbedingt ein Zukunftskonzept für, jetzt nur aus der Perspektive Erhaltung der biologischen Vielfalt, weil auch der Ökolandbau natürlich unter einem gewissen Druck ist. Die Nachfrage wächst, die Märkte sind vielleicht auch nicht mehr so ganz stabil, da können Sie selbst mehr davon erzählen. Auch hier müssen vielleicht Erträge erhöht werden. Und auch hier gibt es Zusammenhänge zwischen der Menge des Ertrags im Ökolandbau und der Biodiversität. Auch wenn ich hier Erträge im Ökolandbau erhöhe, verliere ich biologische Vielfalt. Das heißt, wir stehen wirklich vor dem Problem, wie kann ich Landwirtschaft, landwirtschaftliche Produktion in diesem Sinne umbauen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und worauf muss ich dann aber auch verzichten? Sicherlich auf Spitzenerträge, aber vielleicht haben wir mittlerweile auch andere Anforderungen, dass wir eher auf Ertragsstabilitäten schauen müssen, auf Vielfalt, auch im Anbau, der vielleicht auch den Böden zugutekommt und vielleicht auch ein Gegenpol darstellt zu Extremwetterlagen. Das Problem ist aber, wir haben für solche Ansätze erstmal noch wenig Praxiserfahrung. Die Forschung der letzten Jahre, die auch angewandte Forschung, ging häufig in andere Richtungen. Das heißt, wir müssen jetzt genau an diesen Themen forschen, zusammen mit Landwirten. Nicht, dass der Wissenschaftler kommt und sagt, ihr macht mal. Wir brauchen transdisziplinäre Forschung, praxisorientierte Forschung mit den Landwirten zusammen, um gemeinsam Dinge zu entwickeln. Das machen wir auch gerade, auch zusammen mit den Kollegen vom Julius-Kühn-Institut in Projekten wie FINAL, wo wir Landschaftslabore einrichten. Das nächste ist hier in Elm bei Scheppau, 900 Hektar. Und wir versuchen mit Landwirten gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wie kann Landwirtschaft funktionieren, insektenschonend, insektenfördernd,
aber gleichzeitig ökonomisch tragbar. Aber wir brauchen dann auch neue Förderkonzepte, neue Finanzierungskonzepte für Landwirtschaft, für landwirtschaftliche Betriebe, die sich eben auch so etwas leisten können. Und da ist natürlich auch jetzt Gesellschaft gefragt, sind Bürgerbegehren gefragt, sind Dinge wie der Niedersächsische Weg gefragt, hier Möglichkeiten zu eröffnen, Dinge auszuprobieren und die, die gut funktionieren, dann vielleicht auch voranzutragen, sodass wir unsere Landwirtschaft umstellen können, dass sie eben für die Gesellschaft akzeptabel ist, für den Landwirt auskömmlich ist und akzeptabel und biologische Vielfalt entsprechend gefördert wird. Das möchte ich als Impuls reingeben in die Diskussion und bin sehr gespannt, was Sie da jetzt draus machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dauber, für diesen spannenden Impulsvortrag. Wir werden da noch drauf eingehen. Ich möchte aber, bevor wir wirklich in Medias Res gehen, jedem der Teilnehmer die Gelegenheit geben, anhand von einer Frage sich selbst ein bisschen vorzustellen, weil wahrscheinlich dem Publikum nicht alle Leute so im Detail bekannt sind. Und ich fange an mit Herrn Österhelwig. Sie waren viele Jahre Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Niedersachsen, organisieren die Schladener Bienentage und haben als Bürgermeister ihres Heimatortes Werler Burgdorf diverse Pflanzaktionen zur Förderung der Artenvielfalt umgesetzt. Als Vorsitzender des Fördervereins Archäologie und Landschaftspark Kaiserpfalz-Werla und Mitbegründer des Vereins zur Pflege der Werler Burgdorfer Kulturlandschaft haben Sie eine Menge Umweltprojekte durchgeführt. Wenn man das so liest, das haben Sie mir geschrieben zur Vorbereitung, klingt das ein bisschen so, als wären Sie Ökolandwirt. Warum sind Sie es eigentlich nicht? Ich bin deswegen nicht Ökolandwirt, weil ich erstens, das ist so, das ist schlicht und einfach die Wahrheit, natürlich in einen konventionellen Betrieb reingeboren bin, das ist so. Ich habe es mir auch nicht anders überlegt, weil ich der Meinung bin, dass wir das Thema Ernährung mit Sicherheit nicht über den ökologischen Landbau abbilden können. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, es nicht zu machen. Für mich ist der ökologische Landbau eine sehr gute, eine sehr große, eine sehr wichtige Nische. Aber wenn man es mal spitz zu Ende rechnet, dann werden wir feststellen, dass man nur mit ökologischem Landbau die Menschen nicht satt kriegt, schlicht und einfach. Abgesehen von Anforderungen beispielsweise auch des Energiemarktes und anderer Dinge. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir es richtig machen, es auch mit der konventionellen Landwirtschaft geht. Natürlich nicht mit der von vor 30, 40 Jahren. Die haben übrigens auch nach Recht und Gesetz gearbeitet. Darauf möchte ich immer mal wieder hinweisen. Das wird heute gern anders dargestellt. Wenn wir das heute richtig vernünftig machen, wir werden beraten von der Landwirtschaftskammer, vom Landvolk selber, auch von eigenen Beratungsringen und ich wirtschafte noch im Wasserschutzgebiet, dann denke ich, dann kann man es auch mit der konventionellen Landwirtschaft sehr gut hinkriegen, im Einklang auch mit der Natur und mit den Anforderungen des Umweltschutzes, vernünftige Nahrungsmittel zu produzieren. Vielen Dank. Dann sprechen wir gleich mal mit dem Ökolandbau zu Ihrer Linken. Bauern. Sie, Carsten Bauck, Sie sind ehrenamtlich tätig bei Demeter, beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, im Landvolk und im Bauernverband. Ihre Geflügelhaltung, haben Sie mir gesagt, erfülle den Anspruch kritischer Verbraucher und soll gleichzeitig mit der Realität in Deckung gebracht werden können. Sie wurden mehrfach ausgezeichnet für Ihr Haltungskonzept, unter anderem vom Bundespräsidenten, und Sie bezeichnen sich selbst als überzeugter Fleischesser. Das ist jetzt nicht wirklich das Thema heute, aber da wollte ich trotzdem mal nachfragen, was bedeutet das? Wie erklären Sie das? Also im Moment ist es ja so, dass ganz, ganz oft irgendwie also über die Kuh, über die Frage der Tiere insgesamt, die Form der Landwirtschaft, die mit Tieren in einer geschlossenen Situation arbeitet, eher an den Rand gedrückt wird. Und wir als Demeter-Betriebe, wir sind A, verpflichtet, Rinder zu halten, die sind sozusagen der Motor unserer Stoffkreisläufe, und B, bin ich einfach der Meinung, ein landwirtschaftlicher Betrieb ohne Tiere, in unserem Fall konkret ohne Rinder, dem fehlt einfach was. So, und ich bin der Meinung, dass echter Ressourcenschutz und aus meiner Sicht eine echte authentische Landwirtschaft einfach unmittelbar mit Tieren zusammenhängt. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade ganz, ganz viele gesellschaftliche Fragen, die wir heute haben, die werden nicht ohne Tiere gelöst, sondern die werden mit denen gelöst. Aber natürlich auf einem anderen Niveau, was den Verzehr bei den Menschen angeht. Also ich bin der Meinung, dass Tiere in eine sehr vielfältige Form der Landwirtschaft reingehören und ganz, ganz elementar als Antrieb
dessen gesehen werden kann und nicht als, als Störfaktor. Ich habe mit unheimlich vielen Veganern und Vegetariern zu tun und da sind die Tiere immer sozusagen das Hemmnis mit, die gucken in eine heile Welt, in eine heile Form von Bullabü-Landwirtschaft und da, diesem stehen die Tiere dann ganz oft im Weg. Und so ist es mir ganz, ganz wichtig. Und wenn man Tiere in der Landwirtschaft halten will, wenn man die Tiere als wichtiges Element haben möchte, dann muss man sie schlichtweg auch essen. So. Oder erstmal deren Produkte und dann am Ende die Tiere. Und dann kann man über Schnäbelkürzen, über Kükenschreddern, über was weiß ich was, kann man die Auswüchse angucken. Aber ich bin einfach der Meinung, dass Tiere elementar dafür zuständig sind, dass landwirtschaftliche Kreisläufe wieder runder werden und wieder eben auch mehr Vielfalt haben. Sie sagen, dass Sie für eine Landwirtschaft stehen, die echte Werte vertritt. Bedeutet das, dass die andere Landwirtschaft das nicht tut? Was genau meinen Sie damit? Das ist auch schon eine Frage innerhalb der ökologischen Landwirtschaft. Also Landwirtschaft insgesamt ist ja ein sehr, sehr konservatives Pflaster. Und da möchte ich überhaupt gar nicht gucken, wo sind da welche Gruppen wie vertreten, sondern mir geht es einfach darum zu sagen, das geht beim Verbraucher los, wenn der Verbraucher sagt, ich will es billig haben, dann wird es gar nicht anders gehen, als dass es am anderen Ende einen Preisdruck gibt. So. Und ich möchte einfach nur, dass alle transparent das, was sie tun, auch kommunizieren und dass am Ende beim Verbraucher auch wirklich das auf der Verpackung steht, was da reingekommen ist. Und dann muss derjenige, der die Produkte kauft, also Verbraucherin, Verbraucher, muss aktiv in der Lage sein zu wählen und ins Regal greifen können und da füllt dann irgendeiner nach. Ob das der konventionelle, der ökologische Kollege ist, das spielt dann am Ende eigentlich für mich erstmal auf dieser Ebene keine Rolle, sondern es muss authentisch und es muss ehrlich sein. Im Moment haben wir mit einer Form der Landwirtschaft zu tun, sowohl konventionell als auch ökologisch, die massiv unter Druck geraten ist an vielen Stellen. Und auf der anderen Seite werden heile Weltimages verkauft und das passt einfach überhaupt nicht übereinander. Und diese schönen Bilder, diese Wimmelbuch-Romantik auf der einen Seite und dieser harte Wettbewerb und dieser wirkliche Kampf um die Existenz, vor allen Dingen auch um die Reputation in den Dörfern für die Landwirtschaft, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Hartes. Und insofern, glaube ich, ist es einfach nur wichtig, dass jeder seinen Punkt vertritt, ganz deutlich macht, wo steht er und dass das immer eine echte Form ist und nicht irgendwie was gemalt ist. Darauf kommen wir noch zurück. Vielen Dank. Dann gebe ich zu Gisela Wicke. Sie sind seit mehr als 25 Jahren im NABU aktiv, unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit. Bis zu Ihrem Ruhestand haben Sie außerdem in der Landesnaturschutzverwaltung, etwa beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz, gearbeitet. Seit anderthalb Jahren sind Sie ehrenamtliche Bürgermeisterin des Ortsteils Evalo bei Hannover in Gerden. Sie sind aber auf einem landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen in Nordhessen und haben diesen wohl auch geerbt, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum sind Sie nicht Landwirtin geworden? Weil ich eine Frau bin. Das ist okay. Also ganz einfach, ne? Das kennen Sie ja, ne? Als Landwirt, zumindest früher. Heute ist es ein bisschen anders. Also ich hatte zwei Brüder, die haben Landwirtschaft gelernt und die sollten den Hof übernehmen und die haben dann aber Fuhrbetrieb und was anderes angefangen und hatten gar nicht so großes Interesse an der Landwirtschaft. Und ich muss sagen, ich bin die einzige von den vier Kindern, die älteste auch, die immer einen ganz starken Bezug zur Landwirtschaft hatte. Ne? Und als mein Vater mit 66 Jahren Darmkrebs bekommen hat und die Landwirte gesagt haben, sie haben jetzt einen Ausgang an der Seite, können keine Landwirtschaft mehr machen, da habe ich gesagt, Papa, ich mache das jetzt. Ne? Und ich habe auch 4 Wochen geackert und sowieso die Tiere versorgt, wenn meine Eltern in Urlaub gefahren sind. Und das hat mir total Spaß gemacht. Ne? Aber mein Vater hat dann gesagt, nee, du kannst dein Geld als Biologin leichter verdienen, ne? Wollte er nicht, ne? Ja, also wenn ich ein Mann gewesen wäre, dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen, ne? Schade, ne? Aber der Hof wird weiterhin bewirtschaftet. Ich habe jetzt das Land an einen Ökolandwirt, ökologisch wirtschaftenden Landwirt verpachtet, der baut Gemüse an. Das ist 4 Kilometer nördlich von Kassel, der Hof, also ideal, ne? Und ob ich nochmal einsteige, weiß ich nicht, ne? Also aber ich habe natürlich ja einen Garten. Ich zeige Kindern, ne, wie die Möhren wachsen und dass es eben nicht das ganze Jahr über Schimbeeren oder Stachelbeeren gibt und so weiter. Also ich habe gerade eine Glucke, da muss ich heute Abend noch hin. Wahrscheinlich sind die Küken heute geschlüpft, ne, und habe Leinegänse. Wir haben Thüringer Waldziegen. Also das heißt, ich habe meine Landwirtschaft eigentlich vor Ort und zeige das auch Kindern. Dann gehe ich weiter zu Herrn Meyer. Sie sind aufgewachsen in Holzminden, dort mit 12 Jahren in die Jugendgruppe des Bundes für Umwelt- und Naturschutz eingetreten, um Bäche und Schmetterlingsweiden zu pflegen.
Für ihr Engagement für Bienen wurden sie ausgezeichnet von 2 Imkervereinigungen. Sie haben aber Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften studiert. Wie kam der Diplom-Sozialwirt zur Landwirtschaftspolitik? Also ich bin zum einen eben wieder sehr Kreuzminden, kleiner Ort. Ich bin direkt neben dem Bauernhof aufgewachsen. Also mein Kinderzimmer war sozusagen die Rückseite von einem Kuhstall. Ich habe auch gemerkt, also direkt, also da wurden immer Rüben reingebracht in den Bauernhof. Der hatte eben Milchvieh, war sozusagen an den Weserweiden. Also ich wohne ein paar hundert Meter von der Weser entfernt. Kann mich auch immer gut erinnern, dass es ganz viel, also dieses Thema heute Artenvielfalt, Insektenvielfalt, ne, ganz viele Fliegen hatte ich früher immer in meiner Wohnung, in meinen Zimmern. Der Bauernhof hat irgendwann dann seinen Ruhestand eingetreten, hat aufgegeben, lag nicht an mir, sondern hat da keinen Nachfolger gefunden, da wohnen jetzt ganz normale Menschen einfach nebenan. Aber dieses, und jetzt sind aber deutlich weniger Insekten da, ne? Also das ist, wenn ich in meiner gleichen Wohnung bin, wie wo ich früher aufgewachsen bin, ist das so. Und na, ich wollte immer was mit Naturschutz und Klimaschutz machen. Ich war in diesen Umweltgruppen, habe damals diese Wasserlebewesen, also 2- und 3- flügelige Eintagsfliegenlarven, Köcherfliegenlarven, Steinfliegenlarven und sowas da in Bächen untersucht. Und dann hat uns das Thema eben beschäftigt, was geht eigentlich mit unserer Umwelt vor. Und das ist so ein Breitstudium, wo man eben Volkswirtschaft, öffentliches Recht, Politik und Medienwissenschaften dann studiert. Und ich habe mir vor allem dann immer die Finanzströme angeschaut. Da habe ich dann 4 Jahre wissenschaftlich gearbeitet für das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Wie gehen eigentlich, gibt es eigentlich Finanzanreize für die Umwelt oder gegen die Umwelt? Weil damals auch das Thema schon war, was mich in der Schulzeit beschäftigt hat, Regenwaldzerstörung etc. Also dieses Ganze, ne, den Raubbau. Ich weiß ja, meine erste Demo war mal gegen eine Tropenholzbrücke, die in Holzminden gebaut wurde, in unseren Parkanlagen. Da haben wir einen Sitzstreik gemacht, ich als 15-jähriger Schüler. Und daraufhin hat der Stadtrat da beschlossen, nie mehr Tropenholz zu verwenden. Ich weiß noch, Kamerun-Bongossi-Holz war das. Also das war so meine Prägung, und man wird nie geplant. Also man muss nicht Landwirt sein, um Landwirtschaftsminister zu sein. Ist ja im Bund auch nicht so, dass das sind ja viele. Ich meine, Schmidt, Aigner, Klöckner, Seehofer war mal Landwirtschaftsminister. Also das ist ja nicht die Berufsvoraussetzung, sondern man muss eine Leidenschaft am Thema haben. Und das spreche ich mir zu. Zuletzt dann noch Herr Löhr. Sie haben 1994 den elterlichen Betrieb übernommen in Großdengte, wo Sie Hähnchen erstmal Ackerbau betreiben, aber auch Hähnchenmast. Und dagegen gab es heftige und zum Teil auch unschöne Proteste. Sie beteiligen sich an einer Biogasanlage, die für einige Zeit aus ökologischen Gründen politisch gefördert wurde. Das ist mittlerweile auch ein bisschen anders, und die sogenannten Maiswüsten, die damit verbunden sind, werden heute sehr kritisch gesehen, teilweise auch zu Recht, weil sie eben nicht gerade artenförderlich sind. Sie sind Vater 3 Töchter. Wünschen Sie sich angesichts dieser ständig neuen Herausforderungen und auch Anfeindungen, denen Landwirte ausgesetzt sind, eigentlich, dass eine Ihrer Töchter mal Ihren Hof übernimmt? In der Tat habe ich Kurze Unterbrechung. Sie haben mir geschrieben, Sie haben ein Faible für das Nachmachen von deutschen Dialekten. Also diese eine Frage dürfen Sie gerne in rheinischem Singsang beantworten, wenn Sie möchten. Also das ist nicht so einfach. Ne? Das ist mal so und mal so. Ich habe mir da ehrlich gesagt Gedanken drüber gemacht, dass das nicht so einfach ist, so Landwirtschaft zu machen. Und ich habe ja 3 Töchter. Eine ist Tierarzt, die zweite hat die Grundlagen bei Professor Yoga gekriegt. Die ist jetzt gerade Eventmanagerin geworden. Das ist natürlich nicht so gut, weil im Moment ist nichts mit Events. Und die dritte, die läuft sich jetzt total heiß für die Landwirtschaft. So, und die läuft sich total heiß. Die kam ja diesen Sommer auch nicht weg. Und die hat im letzten Winter Treckerführerschein gemacht. Und ist jetzt 6 Wochen am Stück bei allen Dingen, die so anfallen, vom Stalldurchgang über Kornfahren, über Grubbern, über Düngerstreuen, bei allen Dingen dabei gewesen und hat richtig Blut geleckt, hatte mir das eigentlich schon immer gesagt, ich habe es nicht so ganz ernst genommen. Und die ist total auf dem Trip, Bäuerin zu werden. Ich habe mir ehrlich gesagt genau diese Gedanken gemacht, kannst du das eigentlich deinem Kind überhaupt raten? Insbesondere, wenn man sehr viel in der Agrarpolitik unterwegs ist, dann kriegt man ehrlich gesagt, weil man ja durchaus eine ganze Menge Gegenwind erfährt, schon so diese Geisteshaltung, willst du das deinem Kind zumuten? Ja, will ich. Weil sie es will und weil ich auch glaube, dass Landwirtschaft auch Zukunft hat. In welcher Form, wie Landwirtschaft in Zukunft aussieht, das zeigt sich gerade, dass sich das ein bisschen ändert. Und also ich bin da super gespannt. Und ja, sie hat mir heute Morgen gerade noch ein Foto geschickt. Sie ist mit ihrem Pony unterwegs gewesen, neben so einem Plakat, was wir aufgestellt haben. Und das wirbt für den Niedersächsischen Weg und sagt, das Pony heißt Bellheim. Bellheim würde Niedersächsischen Weg wählen.
Gut, vielen Dank. Dann sind wir durch mit dieser Vorstellungsrunde. Ab jetzt ist der Schlagabtausch eröffnet. Sie sind aufgefordert, sich gegenseitig auch Fragen zu stellen, zu kommentieren, nur nicht zu unterbrechen. Das wäre nett, wenn Sie sich gegenseitig aussprechen lassen könnten. Aber ansonsten jeder bitte zu jedem was sagen, wenn er möchte. Zum Einstieg erstmal die Frage an die Landwirte in der Runde. Zunächst, also als an vorderster Stelle der Landwirtschaft ist ja, steht die Produktion von Lebensmitteln und nicht von Biodiversität. Was machen Sie denn schon aus Ihrer Sicht, um die Artenvielfalt auf Ihren Flächen zu fördern? Vielleicht können Sie das kurz beschreiben. Sie dürfen sich einigen, wer zuerst antwortet. Bleibe ich gleich dabei. Also kurzen Rückblick, 25 Jahre, da standen Frau Wicke und ich nämlich schon am Feldrand zusammen und haben Blühstreifen anbauende Landwirte, die das mal freiwillig in einem Ursprungsprogramm gemacht haben, gegen Leute verteidigt, die der Meinung waren, Bauern wollen alle bescheißen und denen müsste man alle zwei Tage auf die Finger gucken. Das war unsere erste gemeinsame Begegnung und das eint uns auch immer ein bisschen, dass man immer weiß, der andere ist, nur weil er auf einer anderen Seite tätig ist, nicht per se mit einem schlechten Charakter behaftet. So, das ist das eine. Was ich mache, ist, wir haben in Wolfenbüttel quasi den Blühstreifen erfunden. Wie gesagt, lassen Sie sich nichts anderes einreden, das ist so. Dann ist es bei mir so, ich halte neben meinen Hähnchen auch noch auf 6 Hektar Streuobstwiese eine Dammwildherde. Das war in der Pandemiezeit jetzt für viele Kinder Zoo-Ersatz. Und für meine Streuobstwiese ist es toll, weil sie dann so erhalten wird, wie sie ist, wie wir das seit 150 Jahren machen, weil wirtschaftliche Nutzung von Streuobstwiesen ist schon ein ziemliches Angehen. Wie gesagt, Blühstreifen. Und ich mache jetzt in mehreren Programmen mit dem Julius-Kühn-Institut habe ich meine Flächen gerade im Sommer zur Verfügung gestellt, wo ein Vergleich Biodiversität, Ackerbauregion und Innenstadt gemacht wurde. Dann bin ich jetzt gerade, habe ich ausgesät ein Projekt, wo Weizenstreifen in einem Rapsschlag stehen, um zu gucken, ob an diesen Grenzen mehr Biodiversität zu messen ist. Und ich mache jetzt auch noch mit, habe ich gerade gestern den Vertrag unterschrieben, für ein Projekt namens Finca, das, ich nenne es mal ganz profan, das heißt vom Biobauern lernen. Das heißt also, der Biobauer und ich kooperieren zusammen und er macht für mich die mechanische Unkrautbekämpfung und ich darf auch noch Fungizide spritzen und auch normal düngen und das läuft über 6 Jahre, ist gefördert vom Bundesumweltministerium. Ich bin da super gespannt, was da kommt. Also ich sage es mal so, ich bin nach allen Seiten offen, aber trotzdem nach wie vor auch überzeugter konventioneller Landwirt und ich glaube, dass auch ich nachhaltig gute Lebensmittel herstelle. Herr Bauck, was sagen Sie dazu und was tun Sie? Zu seinem Redebeitrag, was ich dazu sage? Reicht das? Das ist die Frage. Wir haben ja schon gehört, also diese Maßnahmen gibt es alle, sie werden teilweise gefördert, gibt es teilweise schon lange. Es scheint ja so zu sein, wenn man den Ausführungen von Herrn Professor Dauber glaubt, dass wir trotzdem noch das Problem haben, dass die Insektenvielfalt nachlässt in Deutschland und dass auch die Zahl der Insekten nachlässt. Also offenbar, vielleicht reicht es nicht. Was ist Ihr Kommentar dazu und was machen Sie? Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Bauer. Ich bin aber auch Autofahrer und ich habe eine Windschutzscheibe und eine Wahrnehmung habe ich auch. So, also subjektiv gefühlt, jawohl, ist das so. Ob das eine qualitative Aussage ist, kann ich nicht sagen. Quantitativ habe ich das Gefühl, jawohl, wir haben weniger. Und es gibt durchaus Insekten, wo ich mich freue, dass es weniger sind. Und es gibt die meisten, wo ich nicht mal eine Wahrnehmung davon habe. Also insofern muss ich mich da eigentlich relativ zurückhalten bei dem Ende. Wegen mir können es gern weniger Wespen werden und alles andere dürfte mehr werden. Ganz klar ist es so, also wenn alle landwirtschaftlichen Betriebe da hinkommen würden, wo Uli Löhr heute ist, dann wäre sicherlich, glaube ich, ganz, ganz viel passiert. Wir unterhalten uns hier, glaube ich, mit Betrieben, die auf einer Ebene, wo das selbstverständlich ist, dass man immer ganzes Stück weit vorne sich orientiert und guckt, was kann man noch alles so tun. In breiter Masse ist es wichtig, dass erstmal eine Akzeptanz für dieses Thema geschaffen wird und letzten Endes die praktischen Wege, wie man letzten Endes was tun kann, ich glaube, die sind gar nicht mal das, nicht das Hauptproblem. Also im Prinzip geht es erstmal da, diese Barrieren im Kopf aus dem Weg zu bringen, dass
Artenschutz, dass eine Ökologisierung der Landwirtschaft nicht automatisch der Untergang des Abendlandes ist. So, das, also es muss nicht unbedingt wehtun, wenn man Dinge tut, die nicht unmittelbar nur für den Betriebserfolg da sind. So, und zu uns, also ein relativ, also soweit das halt geht, für landwirtschaftliche Betriebe ein relativ geschlossener Betriebskreislauf, eine sehr weite Fruchtfolge. Grünland, ich bin ein großer Fan vom Grünland, späte Schnitte und wir haben, also insgesamt hat der Bauhof knappe 12 Kilometer Waldrand und Hecken. Und das ist, wenn man diese Hecken pflegt, wenn man guckt, dass da, dass man da auch möglichst viel Blühendes drin hat, dann glaube ich, findet da schon viel statt. Also das ist unser Versuch. Dabei. Sie haben die geschlossenen Kreisläufe angesprochen. Inwiefern trägt die Tierhaltung zur Artenvielfalt bei? Naja, dort, wo Rinder auf dem Betrieb sind, dort finden Sie, da geht das schon los mit den Fliegen. Aber da haben Sie automatisch Schwalben. Also wir haben sehr, sehr viele Schwalben. Das beißt sich immer wieder mit dem Veterinärrecht bei uns. Also auf der einen Seite freuen wir uns, dass wir sehr viele Schwalben da haben und auf der anderen Seite müssen wir sie eigentlich überall da, wo wir uns freuen, dass sie da sein wollen, rauskriegen, weil da nämlich Tiere drin sind, die, also Nutztiere. Aber ganz klar ist es natürlich so, dass der Dung des Rindes, der ist ja in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft wirklich der Starter des ganzen Kreislaufes. Und wenn Sie mal einen Dungfladen nach wenigen Wochen in die Hand nehmen, dann haben Sie nichts in der Hand, was stinkt, sondern dann haben Sie was in der Hand, was wirklich fast mobil ist, also wo richtig viel Bewegung drin ist. Und der Mist, wir haben ja auch Geflügel und der Mist von Schweinen, der ist kalt, der Mist vom Geflügel, der ist einfach wahnsinnig heiß und ist so ein richtiger Boost für die Flächen. Aber der Mist von den Rindern zum Beispiel, der ist wirklich eine Gesundung für die Fläche. Den setzt man gar nicht als Dünger an, sondern das ist eine Humusanreicherung. Das ist wirklich etwas, was das ganze Land beruhigt. Und letzten Endes, last but not least an der Stelle, wenn man in einen Rinderstall reingeht, dann beruhigt das sicherlich auch die Gemüter derer, die da leben. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass auch gewisse Prozesse ein bisschen entspannter und vernünftiger laufen. Also Rinder aus meiner Sicht gehören auf den Betrieb und Tiere insgesamt. Der Dünger der Tiere, wenn es eine Flächentierkopplung gibt, also wenn es wirklich so ist, dass man nicht alles an Futter importiert, sondern dass man wirklich versucht, einen sehr, sehr hohen prozentualen Anteil für die Tiere an Futter auf den Flächen zu generieren, dann schützt das vor gewissen Expansionsplänen, die mir manchmal auch sehr nahe liegen würde. Ich würde auch gerne mehr für den Markt tun, also gerade auch in diesem Jahr. Ich würde ja auch gerne mal mehr Geld verdienen irgendwann. Aber da schützen einfach gewisse Regularien, das sind die Demeter-Richtlinien zum Beispiel, die schützen da sehr intensiv. Frau Wicke, das sind jetzt vielleicht Vorzeigebeispiele, sowas wie Best Practices. Würden Sie sagen, dass der Landbau in Deutschland genug tut zum Thema Förderung der Artenvielfalt? Auch brauchen wir mehr Ökolandbau? Kann das auch der konventionelle Landbau leisten? Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Ja, ich war mal 10 Jahre nur für den Acker-Wildkrautschutz zuständig. Das war von 1990 bis 2000 etwa. Und ich habe ganz viele Äcker mir angeguckt in der Zeit, ne, wie es mit den Acker-Wildkräutern aussieht, kartiert. Und wir hatten auch ein Acker-Randstreifenprogramm, was wir den Landwirten angeboten haben, um eben seltene Acker-Wildkrautarten zu fördern. Und ich muss sagen, seit, also 1987 habe ich damit angefangen im Grunde. Ich hatte einen Werkvertrag zuerst auch. Und bis heute kann ich sagen, dass von den 234 Acker-Wildkrautarten, die wir in Niedersachsen etwa haben, dass da ca. 40% auf der roten Liste stehen und dass sich da nichts geändert hat. Dass eher noch Arten zugenommen haben, die stark gefährdet sind. Das heißt, mit den Maßnahmen, die wir seit 1987 durchgeführt haben und mit der Landwirtschaft, die also großflächig gemacht wird, haben wir zum Beispiel die Acker-Wildkräuter nicht verbessern können. Und die Acker-Wildkräuter sind ja Nahrungsgrundlage für die Rebhühner in den ersten paar Wochen. Ne? Die brauchen ja Insekten und so weiter. Also die Acker-Wildkräuter sind sehr, sehr wichtig. Also insofern würde ich sagen, aber das haben Sie auch schon gesagt, ne, dass eben die Maßnahmen, die bisher gefördert werden, im Rahmen EU auch, also EU-Kofinanzierung oder auch mit Landesmitteln, nicht viel gebracht. Wobei ich muss sagen, ich habe jetzt in zwei
Förderperioden, also die Förderperioden, die EU-Förderperioden sind immer 7 Jahre und seit 2000 haben wir in Niedersachsen vermehrt Förderprogramme, die von der EU kofinanziert werden. Und ich war jetzt 2000, 2007 und 2014 beruflich damit beschäftigt, diese Förderprogramme auch so zu gestalten, dass sie was bringen. Wir haben immer wieder Verbesserungen auch vorgetragen, aber erstens zu wenig Geld, zweitens die Beratung möchte ich ansprechen. Also ich habe ca. 600 landwirtschaftliche Berater fortgebildet im Rahmen der neuen Herausforderungen Biodiversität, Klimaschutz und Wasserschutz und ich war wirklich sehr, sehr erschüttert, wie wenig die landwirtschaftlichen Berater, sei es von der Landwirtschaftskammer noch von den Beratungsringen, die unterwegs sind, ne, von den Programmen, von unseren, also in Anführungsstrichen, Naturschutzprogrammen wussten. Und die sollten sie ja gerade an die Landwirte transportieren, ne, und Reklame machen und Werbung machen. Also was Beratung angeht, da ist noch ganz, ganz viel nachzuholen, um eben die Programme, die wir haben, den Landwirten in einer gewissen Sicherheit, auch ökonomisch gesehen, zu bewerben. Und Beratung ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Niedersächsischen Weg. Da werden wir jetzt Anfang Oktober haben wir einen Termin. Ne? Also ich bin in 2 Arbeitsgruppen drin beim Niedersächsischen Weg, sammle aber auch Unterschriften für das Volksbegehren. Denn wir haben zwar jetzt, ne, also Sie haben ja, werden das ja demnächst im Landtag beschließen, hoffentlich. Kommen wir noch dazu, ne? Genau. Ja, dann frage ich erstmal Herrn Mayer, woran liegt es denn, dass das Wissen, was offensichtlich vorhanden ist, über die Beratung nicht effektiv weitergegeben wird? Also Sie waren ja Landwirtschaftsminister und hatten damit in gewisser Weise auch Einfluss auf diese Prozesse. Also erstmal, Landwirte machen da sehr, sehr viel mit und wir haben auch viele Projekte und wir haben dort auch viel hingekriegt, was jetzt Blühstreifen etc. angeht. Was richtig ist, ist, dass die Forschung zur Biodiversität, auch somit das ganze Monitoring, also was Sie angesprochen haben wo liegen eigentlich die Zahlen der Insekten? Also wir diskutieren jetzt gerade, wie wir die roten Listen mal aktualisieren, weil manche sind 15, 20 Jahre alt. Also sowohl bei Vögeln als auch bei Insekten haben wir ganz oft viele Ehrenamtliche, aber wo wir die nicht haben, haben wir überhaupt keine Messbarkeit. Und deshalb gibt es die immer nur in Einzelfällen, aber immer nicht sozusagen was Flächendeckendes, wo man hinschauen muss, mit welchen Bewirtschaftungen kann man eigentlich Artenvielfalt bekommen. Wir haben im Landtag, wir haben ja auch einen gemeinsamen Antrag dann gemacht, CDU und Grüne, hatten wir eine Anhörung zum Insektensterben, da war zum Beispiel Studien auch von der Uni Göttingen dabei, die mal Feldstrukturen gemacht haben. Die haben gar nicht gesagt, der Unterschied ist Öko, Professor Czarnke, der Unterschied ist nicht, also die haben hier in der Region Sachsen-Anhalt, Thüringen, Felder untersucht auf Artenvielfalt und die haben nicht gesagt, der Unterschied war nicht der wesentliche zwischen Öko und konventionell, sondern Kleinstrukturiertheit, also dass man Saumstrukturen hat, Hecken und so weiter. Und also ich glaube nicht nur, dass es an der Beratung liegt, sondern wir haben ein großes Problem mit der EU-Agrarförderung, die immer nur auf Nutzung geht. Beispiel, man kann sich eine Hecke fördern lassen mit 3.000 Euro, EU-Agrarmaßnahme haben wir in Niedersachsen angeboten. Ich habe, glaube ich, einen Antrag in der ganzen Förderperiode, weil diese Hecke muss dann stehen bleiben. Nach 5 Jahren ist die keine landwirtschaftliche Fläche mehr. Ich kann Ihnen viele Beispiele erzählen von konventionellen ökologischen Landwirten, die sagen, ich habe da so am Wald eine Fläche, die möchte ich gar nicht mehr nutzen, die möchte ich jetzt den Bienen überlassen und so weiter und keinen landwirtschaftlichen Ertrag mehr machen. Dann kommt die Landwirtschaftskammer zu Recht aus der EU-Rechtsgrundlage und sagt, dann verlierst du deinen Zahlungsanspruch, deine Ökosubventionen, deine konventionellen. Die vielen Blühstreifen, die wir haben, die mich sehr freuen, wir haben eine Verdopplung der Blühstreifen, Niedersachsen 18.000 Hektar, glaube ich, sind zu 90% einjährige Blühstreifen. Also sie sind ein Jahr, ist ein schönes Sommerangebot für die Insekten, aber sie sind das nächste Jahr wieder Mais, Kartoffel, Rübe. Und wir müssen es hinkriegen, dass wir Landwirte dafür entlohnen, dass sie eine Hecke, einen Baum stehen lassen, dass sie dauerhaft solche Strukturen haben, die dann eben der landwirtschaftlichen Nutzung nicht sind, aber trotzdem von Landwirten gepflegt werden. Also, dass man Landwirte für so einen Naturschutz honoriert. Und das erfordert so ein Umdenken, weil man hat immer eine landwirtschaftliche Fläche, ist sie aus der Nutzung raus. Also es gibt sogar Beispiele, wo Leute gezwungen werden, da irgendwie nochmal zu mähen oder irgendeine Bewirtschaftung zu machen, weil sie sonst ihre Gelder verlieren. Also Ökobetrieb, der nicht zweimal im Jahr da sein Grünland bewirtschaftet, sondern er sagt, in diesem Jahr lasse ich was für die Insekten stehen, dann kriegt er sowohl seine Ökoprämie als auch seine Grundförderung abgezogen. Und das läuft eigentlich falsch und da müssten wir eigentlich den Landwirte mehr unterstützen, dass wenn sie was für die Natur machen wollen, dass sich das dann eben auch finanziell lohnt. Wenn Sie das sagen, das ist ja eine politische Aufgabe und Sie haben schon die EU angesprochen, ist das sozusagen jetzt böse gefragt,
sagt die Ausrede, es müsste auf EU-Ebene passieren, oder ist das eine Frage, die vielleicht, wo auch die Landespolitik letztendlich eingreifen könnte? Also vielleicht Herr Oesterhelwig was dazu sagen oder Sie nochmal. Also wie kann die Politik vor Ort dafür sorgen, dass solche Maßnahmen beispielsweise gefördert werden? Maßnahmen müssen transparent und unbürokratisch sein und sie müssen Sinn machen. Ich sage mal ein Beispiel von einer Geschichte, die relativ wenig Sinn macht. Wenn ich einen Blühstreifen am Ackerrand bis zum 15. April einsehen muss, dann ist es A, vielleicht zu nass, ich habe keinen ordentlichen Aufgang, hinterher wird kontrolliert, Geld kommt nicht. B, ich habe einen ordentlichen Aufgang, Ende April nochmal ordentlicher Frost, 7, 8 Grad haben wir da öfter, friert alles wieder kaputt, nichts da, kein Geld. Was soll dieser Schwachsinn? Ja, woran liegt es denn? Also wir haben das sagen die Imker, das sagen die Landwirte und jetzt nickt ein ehemaliger Minister, aber ich sag mal, weder die Minister Meyer-Wenzel noch die Minister Schrägstrich-Innen, muss ganz korrekt sein, Otte Kienast und Lies kriegen es hin, diesen Unsinn in Richtung EU-Ebene abzustellen. Ich komme mir manchmal so vor, als ob also alles, was seitens der EU irgendwann mal festgelegt wird, als ob das so die dritte Tafel ist, die Mose irgendwann mal vom Berg runtergeschleppt hat, das ist in Stein gemeißelt und das bleibt so. Nee, es ist aber nicht in Stein gemeißelt. Und ich erwarte von Politik, übrigens von meiner Truppe genauso wie von den anderen Parteien, dass sie verdammt nochmal endlich in Brüssel, und das kann man machen aus den Ländern heraus und seitens des Bundes in Brüssel, mal dafür sorgt, dass wir pragmatische Regelungen haben. Ich hätte deutlich mehr Blühstreifen, wenn ich mich nicht mit diesen ja wirklich unsinnigen Vorgaben befassen müsste. Ich würde auch die eine oder andere Hecke letztendlich auf den Weg bringen. Ich habe so ein paar kleine Flächen in meinem Betrieb, die Frage ist bei mir vorhin nicht mehr angekommen, auch noch zur Verfügung gestellt, wo ich so etwas mache. Ich würde das deutlich mehr machen, wenn ich mir dadurch nicht auch noch wieder zusätzliche Nachteile einfangen würde. Ich kriege jedes Mal Theater, wenn diese Hecke mal gepflegt wird. Irgendwann wird sie auch mal auf den Stock gesetzt, abschnittsweise. Macht man das sinnigerweise manchmal. Ich kriege irgendwann Beschattung über meiner Fläche, dann fliegen die drüber und dann kriege ich einen Flächenabzug. So, und solange wir Agrar- und Umweltpolitik auf diese unsinnige und verbürokratisierte Art und Weise machen, müssen wir uns nicht wundern, wenn die Kollegen da zumindest etwas zurückhaltend sind. Es gibt viele, viele gute Ansätze, da wird auch viel mitgemacht, Uli Löhr hat es eben dargestellt, aber die Kollegen würden noch deutlich mehr machen. Mich nervt das in der Politik und da sind wir beide trotz aller Gegensätze, die wir manchmal auch sehr nett und unterhaltsam ausgetragen haben, wahrscheinlich gar nicht so ganz weit weg. Ich möchte es viel, viel praxisnäher und unbürokratischer. Wenn es da so eine Art Konsens gibt, dass es teilweise an unsinnigen politischen Vorgaben gibt, liegt, dann ist die Frage für mich, woran liegt es denn, dass das nicht geändert wird? Braucht es dann, wie jetzt in Niedersachsen begonnen, ein Volksbegehren, was sozusagen ein bisschen Druck aufbaut? Sie sind ja beteiligt über den NABU an diesem Volksbegehren. Vielleicht können Sie erstmal kurz erklären, worum es da geht und was die Forderungen sind. Ja, also es heißt ja Volksbegehren Artenvielfalt jetzt. Wir greifen im Grunde die gleichen Ziele auf, die in Bayern 1,75 Millionen Menschen unterschrieben haben, obwohl es nur 800.000 hätten tun müssen, um das Volksbegehren in den Landtag zu bringen. Und Sie wissen ja, im Landtag, wo die Gesetzesvorlage, wo die 1,75 Millionen Menschen abgestimmt haben, mehr oder weniger 1:1 übernommen. Also schon ein bisschen abgeändert, ist klar. Also das gibt es nie, dass ein Gesetz vollständig 1:1 umgesetzt wird. Es finden Volksbegehren in Baden-Württemberg, in Brandenburg, also in vielen anderen Bundesländern statt, denn die Gesellschaft wurde ja auch schon angesprochen, halt,
die Gesellschaft hat eben jetzt durch diverse, was weiß ich, die Krefelder Studie und so weiter halt schon mitbekommen, dass eben auch jetzt, was die neue Düngeverordnung angeht, das ging ja auch durch die, ja, durch die Medien, dass in Deutschland eben, was die, ja, was das Grundwasser angeht und über 50 Milligramm Nitrat und so weiter, dass das eben im Argen ist und dass die EU uns ziemlich im Nacken sitzt, ne? Und wir, wenn wir da nichts gemacht hätten, zum Beispiel 800.000 Euro Strafe pro Tag gezahlt hätten. Also, es gibt ganz viele Fakten, die den Verbrauchern jetzt bekannt sind, der Gesellschaft. Und insofern ist es für uns vom Naturschutz im Grunde das Fass übergelaufen. Also wir müssen einfach etwas verändern, sei es Biotopvernetzung, sei es Artenschutz und so weiter. Also wir haben ja im Niedersächsischen Weg 15 Punkte, ne, die wir gerade bearbeiten. Und ich finde das sehr, sehr gut. Wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Ne? Wir haben jetzt die Sachen, die ins Gesetz sollen, soweit vorbereitet. Es gab Gespräche gerade letzte Woche mit den Fraktionsspitzen und es kommt jetzt in den Landtag rein. Wir müssen noch Verordnungen erarbeiten. Also da wird sich was ändern. Aber die Polarisierung hat ja sehr zugenommen. Also die Proteste der Landwirte und so weiter und die Ängste und Unsicherheiten, die bei den Landwirten da sind, kann ich verstehen, weil wenn jetzt die Gesellschaft eben wirklich was anderes fordert, also mehr Biodiversität, dann muss das einfach ausgeglichen werden und da haben wir ja auch hart gekämpft, ne, dass wir eben gesagt haben, Ersatzgelder, Ausgleichsgelder und so weiter müssen dann fließen und wenn man mal ausrechnet, wie viel die Politik zur Verfügung stellen muss, dann ist das nicht zu wenig. Aber es ist einfach notwendig. Ne? Aber was kann denn ein Volksbegehren erreichen, wenn am Ende so viel an der EU-Förderung liegt? Es liegt nicht alles an der EU-Förderung. Also diese Vorgaben, also Sie sagten, dass die Aussaat am 15.04. Von der EU kommt, das haben wir bestimmt. Also wir, ja. Nein. Die Vogelschutzwarte, die hat immer darauf hingewiesen, wenn wir später einsehen, ne, ja, vielleicht ist es nicht, haben wir es nicht genug kommuniziert oder so, aber wenn später als am 15.04. eingesät wird, dann wird die erste Lerchenbrut vernichtet, je nachdem, wann sie einsehen. Ne. Insofern ein fachlicher Grund, nicht ein EU-Grund. Ne. Und es ist einfach notwendig für manche Arten schon etwas detailliertere Programme zu machen. Also das, sonst haben wir keinen Effekt. Ne? Aber das ist eine Sache der Kommunikation auch. Gerne. Dann. Also finde ich ganz spannend, hochinteressant. Herr Meyer, da müssen wir nochmal gemeinsam gucken. Ich bin immer der Meinung, dass man uns da was anderes erzählt hat. Aber ich will es mal in Bezug auf die Lerchen sagen. Also ich bin schon hunderte von Hektar Zuckerrüben mit der Hacke durchgelaufen. Aus der Generation komme ich ja noch, Sie dann auch. Aber wir müssen uns dann mal darüber unterhalten, wie viel Lerchen direkt am Wegesrand dann brüten. Sind meistens eher mittendrin, weil sie es da ein bisschen ruhiger haben. Ist noch eine ganz andere Geschichte. Nichtsdestotrotz sind sich eigentlich viele einig, dass ein Blühstreifen, der ja, sagen wir mal, zum Zweck hat, nun auch wirklich Insektenvielfalt zu erhöhen, deutlich mehr bringt und auch dann bringt, wenn er ein bisschen später angesät wird, weil er dann möglicherweise auch die Nahrungssenke der Bienen so im Spätsommer ein bisschen besser mit abfängt. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Grund. Ich will noch mal ein Stichwort sagen, wenn ich das Mikrofon schon mal in der Hand habe. Warum haben die Bauern so viel Angst? Weil sie nicht immer davon ausgehen können, dass nur nach fachlichen Gesichtspunkten dann auch fair entschieden wird. Sie haben vorhin von der Gesellschaft gesprochen. Die Gesellschaft, hochinteressant, tolle Truppe, hat nach dem Krieg gesagt, macht uns satt. Flurbereinigung, zack, Fläche, wir wollen satt werden. Das haben die Bauern gemacht, jetzt werden sie dafür gescholten. Die Gesellschaft hat gesagt, Moment mal, also ein bisschen ökologischer müsst ihr denken, wir wollen über Biogasanlagen eben auch regenerative Energien, das gleiche ist beispielsweise beim Raps. Dann haben die Bauern das gemacht, haben viel Geld investiert, haben da viel Zeit und Kraft und Finanzen reingesteckt, jetzt werden sie dafür kritisiert. Die Gesellschaft
muss ich irgendwann, also die Gesellschaft gibt es ohnehin nicht, muss ich irgendwann dann auch mal überlegen, was sie will. Und wenn sie den Landwirten gegenüber eine Ansage macht, wo sie vielleicht, da haben wir bei der Biogasanlage, sich dann aber auch mal für 30, 40 Jahre festlegen finanziell, dann muss sie schon ganz klar, wenn sie sich das anders überlegt und wenn sie es vielleicht nicht hingekriegt hat, die Regeln dafür richtig festzulegen. Also die Maiswüsten gibt es bei uns im Landkreis Wolfenbüttel übrigens nicht, die gibt es woanders und das ist auch nicht richtig. Dann muss sie irgendwann dann auch mal sagen, wie sie das mit den Bauern dann regelt, wenn sie sie aus diesem Bereich wieder raustreibt. Also ein bisschen Planbarkeit, ein bisschen Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit auch von Regeln und Ansagen. Dann wird das auch funktionieren und haben die Bauern auch keine Angst mehr. Da würde ich gleich mal an Herrn Bauck weitergeben. Wenn ich das richtig gesehen habe, diese Baukhöfe gibt es seit 1932. Hat sich an Ihrer Art zu wirtschaften in dieser Zeit etwas fundamental gewandelt, weil wir darüber sprechen, dass die Landwirte erst dazu aufgefordert wurden, möglichst Fläche billig produzieren, dann kam die Energieproduktion und so weiter. Ist das bei Demeter, sind Sie da so ein bisschen geschützt vor sich ständig ändernden Anforderungen, die aus der Gesellschaft angetragen werden? Also mit diesen gesellschaftlichen Anforderungen haben wir auch ganz stark zu tun. Also das hat mal vor einer ewigen Zeit gereicht, dass das etwas ökologisch war. Und also primär ging es darum, dass es ökologisch ist und sekundär wurde geguckt, wie wird das zum Kunden transportiert. Inzwischen haben wir auch mit der Situation zu kämpfen, dass es primär erstmal eine schicke Verpackung mit einem netten Text sein muss und sekundär, wenn dann die Ware dann da ist, dann soll sie auch noch gut schmecken. Aber in Wahrheit geht es bei uns aktuell auch mehr um Verpackung und. Also das sind so Stellen, wo wir uns abkämpfen. Die Form der Landwirtschaft selber, die hat sich kaum geändert. Das ist tatsächlich so. Also natürlich gab es einen züchterischen Fortschritt an allen Ecken und Enden. Natürlich gibt es einen technischen Fortschritt. Die Menschen sind einfach besser gebildet inzwischen, was landwirtschaftliche Praktiken angeht. Es ist nicht mehr so viel Learning by Doing. Wir nutzen natürlich sowohl den konventionellen als auch den ökologischen die Beratungsmöglichkeiten. Also insofern, wir wandeln uns auch permanent, aber gewisse Grundstatuten, was die Flächentierkopplung angeht, was die Rahmenrichtlinien für die Tiere angeht, die sind eher deutlich restriktiver geworden, als dass sie sich irgendwie verwässert hätten über die Jahre. Bei uns aber ist eine Besonderheit, dass wir unsere Flächen in einer gemeinnützigen Trägerschaft haben. Also 1969 sind die Flächen in eine gemeinnützige Trägerschaft überführt worden und da sitzen Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen drin, die ähnlich wie ein kirchlicher Träger uns die Flächen zur Verfügung stellen. Und die wollen regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr von uns wissen, was wir denn auf diesen Flächen vorhaben und wie wir uns dann da verändern wollen. Und insofern ist das eine deutliche Bremse für sämtliche Formen von Innovationen aus meiner Sicht als Landwirt. Also ich würde mich gerne häufiger mal ein bisschen aktiver drehen. Aber on the long run, muss ich sagen, hat sich das bewährt, dass Menschen von außen drauf gucken und die, die den Boden bewirtschaften, sehr, sehr konservativ halten und sagen, ruhig, erstmal Stück für Stück. Also insofern, wir können nicht mit unserer Fläche spekulieren, wir können sie nicht beleihen, wir können sie nicht verkaufen und wir sind sehr, sehr eng gebunden an die Demeter-Richtlinien und haben noch einige Statuten darüber hinweg. Also insofern stellt sich für uns gar nicht die Frage, ob ich was elementar anders machen wollte. Insofern, nein, es ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Jetzt könnte man ja daraus vielleicht schlussfolgern, dass man sagt, es gibt strenge Öko-Landbauvorgaben, zum Beispiel über Demeter. Die sind offenbar nicht so stark diesen schnellen Wandlungen ausgesetzt, die die Landwirtschaft so, der sich konfrontiert sieht. Ich habe auf Ihrer Seite mal geschaut, zwei Hähnchenfilets zu 320 Gramm kosten um die 14 Euro, glaube ich. Bei Aldi kostet das, glaube ich, 2,30 Euro, so in dem Bereich. Die Frage ist, ist diese Form von Landwirtschaft so eine Art Edel-Luxus-Landwirtschaft für reiche Stadtbewohner, die sich damit ein gutes Gewissen für ihre nächste Fernreise kaufen? Das ist auch eine Frage an Herrn Löhr vielleicht. Ich glaube, genau diesen Punkt, letzteren, sollte ich auf jeden Fall nicht beantworten.
Ich kann nur sagen, warum bei uns ein Hähnchenbrustfilet deutlich mehr kostet. Also zum einen haben wir eine ganz andere Form der Tierhaltung in Sachen Flächentierkopplung. Unser Futter ist deutlich teurer, unsere Tiere haben exorbitant mehr Platz. Dann kommen noch einzelne Dinge dazu, wie dass wir nur Mobilställe nutzen und, und. Dann hat die Genetik der Tiere, unserer Tiere, deutlich weniger Brustanteil. Sie leben 3 bis 4, eher 4-mal so lange wie konventionelle Hähnchen. Da können Sie sich überlegen, an welchen Stellen jetzt alles wie teurer wird. Ich finde das überhaupt gar keinen Nachteil, sondern aus meiner Sicht ist das Fleisch schon viel zu billig. Alles Fleisch sollte teurer werden und wir sollten eigentlich wieder zu dieser Situation kommen, wo der Sonntagsbraten das Elementare an Fleisch ist und nicht jeden Tag ein Riesenberg Fleisch. Und dann können wir in der Landwirtschaft wieder das tun, was wir nicht brauchen, um die Tiere zu versorgen, sondern um die Menschen zu versorgen. Und dann, und da teile ich Ihre Wahrnehmung nämlich nicht, sind wir durchaus mit dem Ökolandbau in der Lage, wenn die Menschen gewillt wären, nicht mehr jeden Tag das Lebensmittel für Menschen verwandelt und damit ineffizient gestaltet, für die Menschen als Fleisch zur Verfügung gestellt, zu konsumieren wollten, wenn die Menschen wieder das essen würden, was auf den Flächen wächst und was extensive Form der Tierhaltung mit sich bringt und in Form von Sonntagsbraten zu sich nehmen würden, dann bräuchten wir deutlich weniger Fläche und könnten deutlich mehr Menschen von dieser ernähren. Also insofern, wir wollen eigentlich Fleisch für den Sonntagsbraten und das ist nur die logische Konsequenz unserer Form der Landwirtschaft und wir produzieren nicht Fleisch, um Fleisch zu produzieren. Das war auch eher meine Frage, es ging mir nicht darum, ob der Preis gerechtfertigt ist, sondern eher darum, ob diese Art von Landwirtschaft als Alternative zur Ernährung sozusagen der großen Bevölkerung an sich geeignet ist. Also es betrifft ja nicht nur Fleisch, es betrifft ja nicht nur Fleisch, sondern auch selbst Mehl beispielsweise kostet, hier habe ich auch geschaut, das Demeter-Mehl 1 Kilogramm irgendwie über 2,50 € oder so in dem Bereich. Die Frage ist, entstehen da nicht andere Fragen? Das geht jetzt mal an Sie. Es gibt die Beschwerde darüber, dass Essen viel zu billig ist in Deutschland, aber es ist natürlich auch in gewisser Weise eine Errungenschaft, dass die Leute für die Grundbedürfnisse des Lebens nicht die Hälfte ihres Einkommens ausgeben müssen beispielsweise. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei um die 10% für Lebensmittel oder sowas. Das würde dann natürlich deutlich mehr werden. Ist das machbar oder sinnvoll? So, eins liegt mir jetzt aber schon seit 10 Minuten auf der Seele. Ich versuche jetzt mal so eine salomonische Lösung zwischen den Aussaatterminen für die Blühstreifen hinzukriegen. Es gibt nämlich seit 2 Jahren die sogenannte Honigbrache. Und diese Honigbrache darf tatsächlich bis zum 31. oder erst am 31.05. bis dahin darf man sich Zeit lassen, die auszubringen. Und wenn wir diese ganzen Maßnahmen alle nebeneinander haben, die normale Agrarumweltmaßnahme Blühstreifen, das Greening Blühstreifen, und so eine Honigbrache, dann haben wir für alles irgendwo was da. Also, so, genau. Ne? Also das ist alles nebeneinander. Ich mache zum großen Teil Honigbrache, weil ich dann irgendwann mal als Miterfinder des Blühstreifens gesehen habe, dass nämlich genau die Pflanzen dann blühen, wenn die Linde ausgeblüht hat, wenn es nämlich mit der Nahrung der Bienen bergab geht. Und 2-jährige Blühstreifen sind auch gut, gehen auch prima. Alles, was länger ist bei Blühstreifen, können Sie mit Verlaub knicken. Dann haben Sie ab dem 3. Jahr Quecken und Disteln auf dem Acker. Das mag vielleicht noch eine nette Bienenweide sein, aber dann ist da aber auch gar nichts mehr. Also auf gut Deutsch, alles, was länger bleibt, aus alter Erfahrung kann ich Ihnen sagen, können Sie vergessen. So, Nahrungsmittel, Fleisch. Ja, natürlich geben die Leute zu wenig aus. Und auch nochmal auf die Teilfrage an Carsten Bauck zurückzukommen. Ja, natürlich gibt es sicherlich auch die Menschen, die sich, die weiterhin den BMW X5 fahren, 3-mal im Jahr wegfliegen und sich das gute Gewissen dann damit erkaufen, indem sie beim NABU unterschreiben und zum anderen zu Herrn Bauck fahren und da Bio-Lebensmittel kaufen. Aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, denen das inzwischen wieder mehr wert ist, Lebensmittel zu kaufen. Die kaufen vor allen Dingen auch, das merke ich, die Nachfrage wird größer, regional. Und denen ist es ziemlich egal, ob bio oder konventionell regional. Die sagen, da muss keine Schleppe um den halben Planeten drumherum sein, um diese Frucht, die ich esse. Und ich muss nicht unbedingt im Januar Spargel essen. Das geht auch zwischen April und Juni und dann schmeckt er auch besser. Und hier aus der Region sowieso. Also wir sagen, es gibt schon eine gewisse Entwicklung in diesem Bereich, aber wir müssen auch ganz klar feststellen, es wird weiterhin, ich sag's mal so,
mindestens 80% der Bevölkerung geben, die ihre Prioritäten so setzen, wie sie im Moment gesetzt werden. Das heißt, Unterhaltungselektronik, Reise, Wohnen, Vehikel, das ist wichtiger als die Ernährung. Die fahren damit insgesamt ehrlich gesagt auch nicht ganz schlecht, weil das, was in Deutschland an Lebensmitteln unter deutschen Bedingungen hergestellt wird, das ist alles Top-Ware, egal ob konventionell oder bio, das ist alles Top-Ware. Und ich glaube, Bio kann nur wachsen, wenn am Ende die Nachfrage nach Bio steigt. Deswegen sage ich auch ganz offen und ungeschützt, Leute, kauft Bio, dann kann es auch mehr Biolandwirtschaft geben. Wir können nicht die Leute in die Förderfalle laufen lassen und künstlich den Bioanbau erhöhen. Ich sehe das durchaus im Moment recht kritisch bei den Umstellungsbetrieben. Der Roggen aus den Umstellungsbetrieben wird derzeit für den Preis des konventionellen Roggen vermarktet. Also da muss die Nachfrage und das Angebot zusammenpassen und dann kann es auch mehr Bio geben. Und dann bin ich Geschäftsmann genug, um zu wissen, zu sagen, warum. Ich bin da kein Ideologe. Wenn das sich für mich lohnt, warum soll ich nicht auf Bio umstellen? Das ist sicherlich erstmal auch emotionalen Sprung, gebe ich zu. Aber wenn es am Ende sich für meine und die kommende Generation lohnt, das zu machen, so what? Das ist dann nochmal die Verbraucherseite. Wir haben ja vorhin schon mal über die politische Seite gesprochen, also die Vorgaben für die Landwirte. Das Volksbegehren wurde angesprochen. Sie sind beim Landvolk und das Landvolk ist einer der Unterzeichner dieses sogenannten Niedersächsischen Weges. Vielleicht können Sie kurz dem Publikum erklären, was es damit auf sich hat. Okay. Historie der ganzen Geschichte ist, dass auch wir nicht auf dem Mond wohnen und gemerkt haben, dass die gesellschaftlichen Ansprüche an uns Landwirte sich ändern. Der ein oder andere Berufskollege von mir sieht das noch diametral anders. Viele sehen das inzwischen recht pragmatisch. Wir haben vor über 2 Jahren Landwirtschaftskammer und Landvolk zusammen eine Strategie für Biodiversität zusammen entwickelt und haben die den beiden Ministerien ML und MU vorgelegt. Beide Ministerien waren offensichtlich so mit anderen Themen beschäftigt, dass es ihnen nicht möglich war, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen, dass das in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Die Arbeit ist sicherlich im Hintergrund passiert. So, das als nicht ganz ernst gemeinter Beitrag dazu. Dann hat die Landesregierung eingeladen Anfang des Jahres zu Gesprächen, und zwar die beiden großen Umweltverbände, Landwirtschaftskammer, Landvolk. Können wir nicht in Niedersachsen zu einer gemeinsamen Entwicklung kommen, um Ökonomie, Ökologie, Artenvielfalt, Landwirtschaft, Struktur, ländliche Räume, dass wir das alles irgendwo zusammen in einen Griff kriegen? Das gab zu Anfang, hieß das Kamingespräch, und dann mündete das zuerst mit Präsenztermin, später dann natürlich nur noch vor der Kamera, in intensive Verhandlungen, wo über diese 15 Punkte gesprochen wurde, wo um jedes einzelne Wort gerungen wurde. Ich war selber bei diesen Kerngesprächen nicht mit dabei, war aber immer Stunden später sofort auch informiert. Als Vizepräsident Landvolk Niedersachsen war ich da also am Wording auch sozusagen mit beteiligt, und man hat um jedes Wort gerungen. Und am Ende kam dann im Mai der Niedersächsische Weg raus. Parallel entwickelte sich dann auch das Volksbegehren Artenvielfalt, und als es dann so weit war, dass man das unterschrieben hat, da waren wir eigentlich so der Meinung, Pactam sunt servanda, Verträge sind einzuhalten, dass es eigentlich dann auch gut ist, wenn man das unterschrieben hat, dass man das auch weiter zusammen stringent verfolgt. Dass dann die Unterschriftenaktion weitergelaufen ist, nenne ich gerne immer so mit einem flapsigen Spruch, so ist wie derjenige, der jetzt gerade frisch verlobt ist, aber trotzdem auf allen Dating-Agenturen immer noch unterwegs ist. Das ist sowas, wo wir, das hat auch bei meinen Berufskollegen durchaus für großen Missmut gesorgt, und es war auch wirklich nicht so,
dass meine Berufskollegen jubelnd hinter uns hergelaufen sind. Wir haben auch als Verband, sage ich auch ganz offen, einige Landwirte gehabt, die sagen, wir gehen das nicht mit und mit unseren Mitgliedsbeiträgen wollen wir das auch in Zukunft nicht mehr unterstützen. Wir haben ja hier gegeben. Zwei Vertreter sitzen, die dieses Volksbegehren mit initiiert haben, also vielleicht nicht persönlich, aber in ihren Verbänden, nämlich die Grünen und der NABU. Ich habe auch gestern in der Braunschweiger Zeitung gelesen, dass die Unterschriftenaktionen weitergehen. Ganz simple Frage, warum? Was fehlt Ihnen noch? Also wo hapert's? Weil wir erlebt haben, dass es viele Versprechen gab, also vor 2 Jahren, gemeinsame Anträge zum Artenvielfalt, dass nichts umgesetzt wird. Es gibt bislang im Haushalt des Landes Niedersachsen 0 € für den Naturschutz. Und das Volksbegehren, wir haben erlebt, auch Herr Söder hätte ja nicht sich den großen Naturschützer aufgeschwungen, wenn es nicht das Volksbegehren in Bayern gegeben hätte und er es übernommen hätte. Und die CDU-Fraktion hätte auch nicht, ich kann mich noch gut erinnern an Gewässerrandstreifen-Debatten in der letzten Periode, hätte jetzt nicht einen Gesetzentwurf für 3 Meter Gewässerrandstreifen in den Landtag eingebracht, wenn es das Volksbegehren nicht gäbe. Und von daher ist das Volksbegehren quasi eine Unterstützung für eine Honorierung von Leistungen. Im Frühjahr hat der Finanzminister zum Beispiel gesagt, wir haben 120 Millionen Euro, stellen wir im Haushalt bereit zur Verhinderung eines Volksbegehrens. Das heißt natürlich, er macht es nur, weil der Druck da ist. Und das ist so, das war übrigens in Baden-Württemberg auch so, da hat sich eine grün-schwarze Regierung geeinigt, nachdem das Volksbegehren sehr erfolgreich war, haben Kretschmann und andere Pestizidverbote und viele Punkte jetzt gemeinsam dort auch auf den Weg gebracht. Und dann ist es natürlich immer so, dass die Initiatoren sagen, ja, wenn ihr unseren Zielen erfüllt und wenn ihr ganz nah dran seid, dann machen wir nicht wegen 10 Zentimeter breitere Gewässerstreifen weiter. Aber solange noch nichts beschlossen ist und eben es sowohl die Verordnung nicht gibt, solange es eben die Finanzen noch nicht im Haushalt beschlossen sind, wäre eine Einstellung des Volksbegehrens, würde sofort dazu führen, dass auch zum Beispiel bei den Kräften, die gar nichts mit Umwelt und Landwirtschaft zu tun haben, ein Finanzminister in der Corona-Krise würde jetzt nicht sagen, wir brauchen jetzt mehr Geld für Naturschutz. Der hat ganz andere Ziele. Und ob die Gesetze dann alle so durchgehen, hätte ich dann auch 3 Fragezeichen, wenn man gesehen hat, wie die CDU sich ja mehrere Sondersitzungen brauchte, um jetzt überhaupt dieses Kleine zu machen. Und es sind eben noch viele Fragen offen, um mal sowas wie Gewässerrandstreifen zu bleiben. Da steht eben drin, das Umwelt- und Agrarministerium können an bestimmten Stellen 1 Meter festlegen. Wo und wie, ob das das halbe Land ist oder wirklich nur eng begrenzte Ausnahmen, die wir auch im Volksbegehren klar definiert haben, das wird jetzt offen sein. Oder es wird gesagt, in Schutzgebieten dürfen weiterhin Pestizide, Insektizide eingesetzt werden, wenn eine bestimmte Schadstelle überschritten wird. Was heißt denn das? Also ne, der Bund plant eigentlich ein Verbot von Insektiziden, wenigstens in Naturschutzgebieten. Sie haben ja angesprochen, dass auch in Schutzgebieten die Zahl der Insekten deutlich auch zurückgeht. Und es ist eben, das versteht übrigens kein Verbraucher, wenn man ihnen sagt, dass in einem Naturschutzgebiet weiterhin Insektizide eingesetzt werden dürfen oder Pestizide. Das ist aus meiner Sicht sehr fragwürdig. Und das sind alles noch offene Fragen, die stehen. Und von daher ist jede Unterschrift für das Volksbegehren eben auch eine für einen wirksamen Naturschutz, weil es ja auch klar ist, je höher der Druck ist, desto mehr wird sich für die Umwelt bewegen. Klar ist aber auch in beiden, wir brauchen immer eine Entlastung der Landwirte. Natürlich muss jeder, so ein Gewässerrandstreifen, muss natürlich dann auch die Einschränkung, die man hat, bezahlt werden, weil das wird nicht der Verbraucher machen, sondern die ist bei Carsten Borg weg, diese 3 Meter Fläche, genauso wie bei Herrn Löhr. Wir haben jetzt dazu, wir wollen sich 2 Leute äußern, aber erstmal die Frage an Sie. Von 2013 bis 2017 gab es einen grünen Umweltminister und mit Ihnen einen grünen Landwirtschaftsminister. Warum muss man dann jetzt ein Volksbegehren Artenvielfalt machen? Also warum haben Sie die Gelegenheit nicht genutzt, diese Maßnahmen selber umzusetzen, als Sie politisch dazu die Möglichkeiten hatten? Weil wir erstens keine absolute Mehrheit hatten. Also die SPD, wir hatten zum Beispiel 5 Meter Gewässerrandstreifen, wie jetzt in Bayern, durchs Kabinett beschlossen. Daraufhin haben die Bauern protestiert, aus ihrer Sicht zu Recht. Und der damalige Wirtschaftsminister Olaf Lies, kann man alles nachlesen, hat gesagt, wir machen das nicht mit. Und die SPD-Fraktion hat dieses Gesetz dann öffentlich blockiert. Und ich freue mich, jetzt im Koalitionsvertrag stand ja 1 Meter drin, aber dass jetzt 3 Meter gemacht werden, an Gewässern dritter Ordnung, also sind die kleinen Bäche, ne, um die es geht, wo Niedersachsen bislang als fast einziges Bundesland 0 Meter hatte, das ist eine Abweichung vom Bundeswassergesetz, um mal so ein Beispiel zu machen. Die SPD hat, wir hatten 1 Stimme mehr, die SPD hat das nicht mitgemacht und die Proteste der Bauern waren da entsprechend, wenn man irgendwelche Einschränkungen macht. Wir haben zwar Glyphosat in Kommunen verboten und auf Bahnstrecken, also da ist einiges auch erreicht worden und wir haben diese ganzen Förderprogramme auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt über die Blühstreifen ja viel geredet, die wir da auch ja sehr erfolgreich hingekriegt haben.
Aber das ist der einzige Grund. Und es gab damals kein Volksbegehren. Wenn wir ein Volksbegehren im Rücken gehabt hätten, hätten wir sicher auch in der rot-grünen Zeit deutlich mehr für die Natur erreicht. Aber wir merken ja auch, deshalb ist das Beispiel Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten, der erreicht jetzt auch mehr, weil es dort ein Volksbegehren war, sonst hätte er seinen, ich glaube, CDU-Agrarminister auch nicht dazu gekriegt, jetzt ein Totalverbot von Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden in Schutzgebieten per Gesetz im Landtag in Baden-Württemberg zu beschließen. Dann Herr Löhr und Herr Oesterhelwig. Also zu Anfang muss ich jetzt erstmal eine Lanze, das mache ich auch nicht jeden Tag, für die CDU-Abgeordneten oder überhaupt für die Landtagsabgeordneten brechen. Dieses Gesetzverfahren, wie das jetzt gelaufen ist, das ist außergewöhnlich, nein, es ist bisher einmalig in Niedersachsen. Das normale Verfahren heißt, die Fraktionen bringen ein in den Landtag, es wird beraten, es werden dann die Verbände gehört, dann wird gelesen, dann wird abgestimmt und dann ist das Gesetz da oder auch nicht. In diesem Falle haben Interessenverbände vorab dezidiert über Details gesprochen, dass das durchaus Landtagsabgeordnete, die ihren ganzen Arbeitstag damit verbringen, sich für die Leute einzubringen und auch für die, die sie nicht gewählt haben, für die, die sie gewählt haben und die sie nicht gewählt haben, dass die das in Anführungszeichen durchaus ein bisschen in der Ehre trifft, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich bin auch allen dankbar, dass sie es geschafft haben, über diesen eigenen Schatten zu springen für dieses eine Mal, für dieses besondere Verfahren. Das darf kein Dauerverfahren werden, dass im Grunde genommen die Abgeordneten nicht mehr die Macht haben, die sie eigentlich als vom Volk gewählte Leute haben. Daher erstmal großen Dank daran. So, dann das Zweite ist, ich mag eigentlich dieses Sandkastenspiel jetzt hier nicht mehr. Wer hat zuerst das Backförmchen gehabt und wer hat mich zuerst mit Sand beworfen? Am Ende ist es wichtig, das hat auch mal einer gesagt, den haben mich auch nicht alle gewählt, aber Helmut Kohl hat mal gesagt, am Ende ist wichtig, was hinten rauskommt. Und das ist jetzt wichtig, was hinten rauskommt. In 2 Jahren interessiert das überhaupt keinen Menschen mehr, ob das auf Druck des Volksbegehrens passiert ist, oder ob wir die Landwirte sich zuerst bewegt haben, das haben wir jetzt alles schön ausgetauscht. Das ändert aber in der Sache nichts. Also für mich ist wichtig, was kommt am Ende bei raus? Und ich glaube, wenn wir diesen niedersächsischen Weg jetzt konsequent zu Ende gehen, wo ich also absolut für bin und da darf es auch kein Zurück mehr geben, dann haben wir richtig was für unser Land geschafft, für Ökologie und für Ökonomie. Alle sind am Maulen. Ich weiß, dass auch in den Umweltverbänden es Hardcore-Leute gibt, die sagen, wie könnt ihr euch von den Bauern so über den Tisch ziehen lassen? Dasselbe höre ich jeden Tag. Ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht, wenn alle mit einem Kompromiss leidlich unzufrieden sind, dann kann er so schlecht nicht sein. Sie haben gerade angesprochen, das Verfahren war so, dass die Verbände in gewisser Weise auch die Gesetzestexte mitformuliert haben. Wenn das in einem anderen Bereich passieren würde, sagen wir mal in einem Bereich, wo Industrielobbyverbände beteiligt wären, gäbe es sicherlich einen großen Aufschrei. Die Frage an Herrn Oesterhelwig, Sie sind ja Vizepräsident des Parlaments, des Landtages, also ist das nicht aus jetzt parlamentarischer Perspektive auch ein bisschen problematisch, auf diese Art und Weise Politik zu machen? Ich finde das höchst problematisch. Komme darauf gleich nochmal zurück. Ich will nur mal deutlich machen, dass es auch bei mir ein gewisses Unbehagen gibt. A, an den Beratungen, B, auch an der Macht, den beispielsweise bestimmte Naturschutzverbände hier bekommen. Sie haben es vorhin gesagt, ich war 9 Jahre Landesvorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Das ist ein anerkannter Naturschutzverband. Kein großer, aber einer mit sehr viel Perspektive. Die Frage ist, warum Verbände dieser Art nicht intensiver eingebunden werden. Das gefällt mir nicht. Und ich habe mit einem der beiden großen Verbände, BUND und NABU, ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, auch so meine Erfahrungen. Herr Kaufmann hat vorhin gesagt, ja, ich beschäftige mich seit 6, 7 Jahren intensiv mit Bienen- und Insektenschutz, mit meinem Bürgermeister zusammen. Ganz pragmatische Ansätze. Das hat man sich in Moringen abgucken wollen. Dort hat ein großer Naturschutzverband verhindert, dass derjenige, nämlich ich, der das in unserem Bereich macht, beispielsweise als Vizepräsident des Landtages Schirmherr einer Aktion dort werden soll. Das trägt nicht dazu bei, wenn es dann die falschen Leute sind, die das Richtige tun, die man dann ausgrenzt. Das ist nicht das, was ich mir unter einer guten, vernünftigen Zusammenarbeit vorstelle. Wie ist das mit
den Beratungen jetzt gelaufen. Ich sag's mal, auf gut Deutsch kommen wir vom Lande, friss Vogel oder stirb. Mir als Abgeordneten und in unserer Fraktion, Herr Mayer, ging es nie um die inhaltlichen Dinge. Es ging letztendlich um das Verfahren und ich bin wirklich kein Erbsenzähler. Aber Sie werden ja irgendwann, spätestens bei der nächsten Wahl, sagen, so, was habt ihr gemacht, was könnt ihr mittragen, was könnt ihr verantworten. Mich hat keiner gefragt, was in den bisherigen Entwürfen drinsteht. Uns hat man das erzählt, dann hat man gesagt, so, jetzt bringt das gefälligst mal als Fraktion ein, dann geht das alles ein bisschen flotter. Das finde ich nicht in Ordnung. Und das ist das, was wir kritisieren. Und ich sage Ihnen auch ganz klar, wir werden ja nächste Woche auch ein Gespräch führen. Mir kann mein Fraktionsvorsitzender, mein Minister und noch ein Minister und noch ein Minister erzählen, was er will. Ich werde im Niedersächsischen Landtag nicht fachlichen Unsinn mit beschließen. Ob der da drin steht oder nicht, das ist mir vollkommen piepegal. Und so lasse ich mir mit mir als Abgeordneter nicht umgehen. Da spielen parteitaktische Erwägungen überhaupt keine Rolle. Irgendwann ist mal Schluss mit lustig und dann wird ein Parlamentarier, der das, was er tut, auch gegenüber seinen Wählerinnen und Wählern vertreten muss, irgendwann mal sagen, so, jetzt ist Schluss, das mache ich so auf diese Art und Weise nicht mehr mit. Und ich werde mich da an den fachlichen Dingen dann mit Sicherheit orientieren, da können Sie fest davon ausgehen. Letzte Bemerkung, Niedersächsischer Weg, das ist eben das, ich finde das eine gute Aktion. Wir haben in der letzten Wahlperiode unter mir als stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden für Landwirtschaft und Umwelt und Verbraucherschutz, hochinteressanter Bereich, eigentlich so die Hauptkampflinie, die wir beide da aus unterschiedlicher Perspektive dann beackert haben. Wir haben einen runden Tisch zur Zukunft der Landwirtschaft auf den Weg gebracht. Da waren Verbraucherschützer, Tierschützer, Naturschutzverbände mit dabei. Vertreter dieser Gruppen. Das hat hervorragend funktioniert. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass, wenn man das jetzt auf Landesebene weitermacht, finde ich nämlich eine sehr gute Geschichte, dass man das dadurch torpediert, dass man sagt, eigentlich sind wir überhaupt nicht kompromissbereit im Rahmen des Niedersächsischen Weges, auch wenn wir mit am Tisch saßen, auch wenn wir das mit erarbeitet haben, sondern wir gehen so wie die fünfte Kolonne jetzt mal parallel weiter und bringen das Volksbegehren auf den Weg. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass wenn die Menschen am Infostand in der Fußgängerzone stehen, ich habe auch schon für bestimmte Dinge Unterschriften gesammelt, ich weiß auch so ein bisschen, wie man das macht. Die gucken sich die Überschrift an, aber die riesigen Texte, die dahinter stehen, nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele da auch hinter die Fichte geführt werden. So, und das alles im Hintergrund. Wundern Sie sich bitte nicht, wenn ein paar Kollegen doch Bauchschmerzen bei dieser Art des Verfahrens haben. Man sieht, es gibt noch auf der politischen Ebene eine Menge Diskussionsbedarf darüber. Ich wurde aber gebeten, die politischen Debatten ein bisschen im Zaum zu halten. Deswegen, natürlich, also man kann das auch nicht ausschließen. Es ist ja, am Ende ist es eine politische Diskussion. Aber ich würde dann gerne mal aus diesem Podium heraus fragen, an Herrn Professor Dauber. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber vielleicht können Sie irgendwie sich ein Mikrofon nehmen. Aus Ihrer Perspektive als Wissenschaftler, was halten Sie denn eigentlich von diesen ganzen jetzt diskutierten Maßnahmen, sei es der Niedersächsische Weg oder womöglich etwas schärfer das Volksbegehren? Sind das die richtigen Schritte, um das Problem Artenschutz, Artenvielfalt anzugehen? Es sind wichtige Schritte, um weiterzukommen. Wir haben immer noch auch sicherlich was wir dringend lösen müssen, sind eigentlich wirklich die Punkte, die auch vorhin angesprochen wurden. Weg mit Unsinn, weg mit zu viel Bürokratie, zu viel Aufwand, der dann nicht umgesetzt wird. Zu viel Kontrollen. Das sind immer Hemmnisse, die dazu führen, dass sehr sinnvolle, sehr wertvolle Maßnahmen am Ende nicht umgesetzt werden. Und man fällt dann zurück zu den auch möglichen, aber vielleicht weniger wirksamen Maßnahmen. Wir haben immer noch sehr viel Unsinn auch in den Debatten aufgrund verkürzter Argumentationslinien, verkürzter Sichtweisen. Wir hatten das Beispiel Blühstreifen, Vogelschutz, dass man eben nicht so spät einsehen darf, wie es Sinn macht, hängt an den Vögeln. Warum hängt es an den Vögeln, nicht an den Insekten? Weil wir bislang nur Vogelindikatoren betrachtet haben, nicht Insektenindikatoren. Das heißt, der Vogelindikator
reagiert, dann vielleicht negativ, das kann sich keiner leisten, auch politisch nicht. Jetzt haben wir vielleicht in Zukunft Insektenindikatoren, dann können wir mit den Insektenindikatoren zeigen, dass die Blühstreifen wirken und müssen uns nicht mehr um die Vögel kümmern. Dann haben wir eine andere Argumentationskette. Es geht häufig um Argumentationsketten und nicht um die tatsächlichen Wirkungen. Ja, da müssen wir weiterkommen. Wir müssen mehr über Kosten reden, über externe Kosten, auch gerade wenn es jetzt um Preise geht. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir an der Theke zahlen, nicht der wahre Preis ist. Also auch sozusagen derjenige, der sich den teureren Preis nicht leisten könnte, zahlt ihn trotzdem, aber eben über die Wasserrechnung, über seine Krankenkosten und so weiter. Ja, also das sind alles Dinge, die wir weiter diskutieren müssen. Ja, und auch keine verkürzten Argumentationen, dass wir irgendwann mal als, wie Sie gesagt haben, Gesellschaft beschlossen haben, wir hätten gerne mehr Bioenergie, bedeutet ja nicht, dass die Gesellschaft gesagt hätte, wir wollen eine Vermeisung. Das ist eine Konsequenz, die entstanden ist, weil Sie, haben Sie auch gesagt, es fehlten die Regularien. Ja, das heißt, wenn etwas beschlossen wird, dann muss man auch überlegen, wo führt das eigentlich hin, wenn wir davon ausgehen, dass jeder erstmal optimieren möchte, auch finanziell, und dann müssen wir entsprechend die Regularien, also das antizipieren und die Regularien entsprechend rechtzeitig mitdenken. Also sprich, wir brauchen viel mehr Gespräche auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten, Respekt und auch, sagen wir, fundierte, evidenzbasierte Hintergründe. Da greife ich mir an die eigene Nase. Als Wissenschaftler sind wir auch dafür verantwortlich, eine solche Evidenzbasis zu liefern. Und die muss dann aber auch Gehör finden. Die muss auch dann sozusagen übersetzt werden in diese Gespräche auf Augenhöhe. Da ist noch viel zu tun, aber solche Prozesse, jetzt mal unabhängig von der politischen Ebene, wo es schwierig ist vielleicht, sind wichtig, dass wir überhaupt weiterkommen. Ich will zum Abschluss, wir kommen zum Ende, es ist noch, eigentlich gäbe es noch eine Menge zu besprechen. Sie haben jetzt auch gleich die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber zum Abschluss noch mal auf einen Punkt eingehen, den Sie in Ihrem Impulsreferat gesagt haben, nämlich die Unterscheidung zwischen Land Sparing und Land Sharing. Also viele dieser Maßnahmen, über die diskutiert wird, wenn es um Artenschutz geht, sowas wie Einschränkungen von Pflanzenschutz beispielsweise, Schadschwellen beispielsweise, dass man mehr Unkräuter zulässt auf dem Acker, führt am Ende dazu, dass ein bisschen die Produktivität auf der Fläche zurückgeht. Und die Frage ist, das wiederum würde bedeuten, weil man die gleiche Menge ernten möchte, braucht man eben mehr Fläche. Wo aus der Perspektive, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage in die ganze Runde gestellt, also was ist die bessere Alternative für den Artenschutz? Auf wenig Fläche möglichst effizient zu produzieren und dann die dadurch frei werdenden Flächen für den Artenschutz zu verwenden oder den Artenschutz in die Produktion mit reinzubringen und damit aber zu riskieren, dass man viel mehr Fläche benötigt, die eben in der Landwirtschaft, also in Kultur genommen werden. Also ich finde, auch da ist ein vernünftiger Kompromiss angesagt. Wenn man sich unsere Landwirtschaft anguckt, die ja nun sehr hochtechnisiert ist, dann empfiehlt es sich durchaus, die eine oder andere kleine Fläche, auf der ich mit der Technik von heute gar nicht mehr zurechtkomme, dann wirklich aus der Produktion zu nehmen. Das kann auch dann mal ein guter Boden sein. Also wenn ich jetzt hier anderthalb Morgen oder zwei Morgen in der Spitze habe, da fahre ich mit den heutigen Geräten nicht mehr hin, dann nehme ich die raus und mache da was für die Biodiversität. Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich, Sie haben ja eben Schadschwellen angesprochen, es durchaus so ist, dass ich auf die eine oder andere Maßnahme verzichte, weil sie gar nicht wirtschaftlich ist. Es geht nämlich nicht darum, den Mengenertrag zu maximieren, sondern unterm Strich ein vernünftiges Ergebnis zu haben. Von daher kommt das der Sache sehr entgegen. Und wenn ich dann auch noch mal in der Lage wäre, und das ist, glaube ich, auch noch mal eine gemeinsame politische Aufgabe, verschiedene Dinge, die uns beispielsweise bewegen, Bodenqualität, wir sprechen ja eben über Trockenstandorte, wir haben viel Kalksteinverwitterung, Schwermetallbelastungen bei uns an Oker und Innerste, Überflutungsflächen, Flächen an Gräben, Randstreifen, wenn ich da diese verschiedenen Dinge, die ich zu beachten habe, auch mit dem Thema Insektenschutz verknüpfe,
dann kann ich ja auf dem gleichen Quadratmeter Fläche teilweise sogar mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also nur das eine oder das andere hielt ich gar nicht für richtig. Es muss einfach an der Praxis orientiert sein und dann kann man auch vernünftig was dabei rausbekommen. Und wenn man bereit ist, sich auch wissenschaftlich und fachlich vernünftig beraten zu lassen, dann kriegen sie es sogar hin, dass irgendwann mal bei einem politischen Termin der Landvolkschef, der grüne Meier und der schwarze Öster Hellwig da am Acker stehen und sagen, Mensch, das habt ihr aber gut gemacht. Wäre ein idyllisches Schlusswort, aber ich glaube, es möchte noch jemand was dazu sagen. Ja, also der NAPU ist ganz klar, auch auf Englisch ausgedrückt, Space for Nature, das heißt auf der ganzen Fläche. Auf der ganzen Fläche müssen wir gucken, wo wir eine Biotopvernetzung auch hinbekommen. Und das geht nicht nur an den kleinen Zipfelchen, die Ihnen nicht so, aber habe ich ja schon häufiger gehört. Sondern für uns ist es ganz wichtig, dass man überall guckt, also in Schleswig-Holstein zum Beispiel, da gibt es Betriebe, die haben um jeden Acker einen Blühstreifen gemacht. Und zwar einen mehrjährigen. Ein einjähriger ist sogar eine Insektenfalle, ne? Denn der wird abgemäht und die Insekten denken, jetzt habe ich meine Eier da reingelegt, aber jetzt werden sie abgemäht. Also wie gesagt, einjährige Blühstreifen, Insektenfalle eher, ne? Mehrjährige. Insofern, also für uns ganz wichtig, dass eben einmal der ökologische Landbau eben auch vermehrt wird, steht ja auch im Gesetz, und dass eben voneinander gelernt wird, wie eben das jetzt diese Paare halt. Ne? Die Frau Orte-Kienast hat zum Beispiel gerade die Öko-Region, Öko-Modellregionen ausgewählt, Holzminden ist ja auch dabei, ne? Dass man in solchen Modellregionen oder überhaupt in den Regionen eben auch die Biodiversität betrachtet, aber eben auch die Vermarktung. Insofern diese sogenannte Segregation, also Schutz- und Schmutzgebiete oder Flächen halten wir nicht für richtig. Der NABU. Falls sich niemand mehr äußern möchte, doch. Ach so. Dann Sie zuerst. Also, ich glaube, wir müssen insgesamt effizienter werden. Also wir brauchen differenzierte Ansätze, nicht so eine Pauschale nach dem Motto, da ist ganz viel konventionell intensiv und dann haben wir so ein Großschutzgebiet und da ist dann die Natur. Und wir müssen auch hier und auch mit viel Forschung schauen, wie wir erstens stärker differenzieren können. Wir haben jetzt ganz viel über die Blühstreifen geredet, zum Beispiel, wir müssen immer anerkennen, es muss sich für einen Landwirt ökonomisch lohnen. Und zum Beispiel bei uns in Niedersachsen gibt es dann für jeden Hektar 950 Euro. Das führt aber dazu, dass in Vechta-Kloppenburg, wo der Boden- und Pachtpreis das Dreifache ist, ich vielleicht 10 Hektar ertragreiche Fläche habe. Und ich hatte in Lüchow-Dannenberg gab es Betriebe, die haben sich ausgerechnet, dass ich ihren ganzen Betrieb 150 Hektar als Blühstreifenfläche anmelde. Und dann musste man das ein bisschen deckeln, damit das besser verteilt ist. Also ich brauche einen Anreiz in der Hildesheimer Börde. Ich brauche auf guten Böden auch eben diese Strukturen. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir sagen können, wir müssen nur die Ökos sind allein für die Artenvielfalt verantwortlich, sondern wir müssen im Konventionellen auch Anreize geben über. Und wir müssen es eben hinkriegen, dass das integriert wird. Landwirtschaftliche Betriebe müssen immer Geld verdienen können. Sie müssen immer ihre Kosten kriegen. Also muss sich das lohnen. Und einen Blühstreifen würde ich nie am Markt belohnt kriegen, weil die 10 Hektar, die sowohl der Bio als konventionell rausnimmt, da hat er keinen Ertrag, da wächst gar nichts, auch kein Bioprodukt. Also muss es irgendwie eine Art von Entlohnung geben und die muss effizient sein. Und wir müssen eben hinkriegen, zum Beispiel, wir haben vorhin über das Kuhfladen als Insektenparadies, gab es in der Zeit ein schönes Beispiel, wenn wir es hinkriegen, die Weidehaltung wieder zu fördern, also da brauche ich nicht zusätzliche Fläche, weil wir haben natürlich ein Flächenproblem, wir haben die zu Recht angesprochen und Klimawandel und wir haben enormen Flächenverbrauch insgesamt und Fläche ist nicht vermehrbar und unser kostbares Gut. Ne, wenn wir das hinkriegen, dass Kühe wieder mehr draußen sind auf dem Gras, wenn wir das fördern, dann tun wir richtig was für die Biodiversität, weil wir haben nämlich den Fehler gemacht, das führt auch zu dieser Entfremdung bei der Tierhaltung, dass die Tiere alle in die Ställe kamen. Sind die auch mal wieder draußen, sieht man sie. Und deshalb sind die Leute so entschreckt, wenn man einen Schweinestall sieht mit Kastenständen, weil die sieht man ja nicht draußen. Was? Die machen dann auch mal wieder, erstens der Hahn, den hört man dann auch mal wieder, wenn er schreit. Die Hühner, die machen auch was. Und bei mir in der Straße werden wie früher auch mal wieder Kuhfladen auf der Straße, aber die muss man dann auch mal akzeptieren und dann will ich keine Bürgerbewegung haben, die dann sagt, die Straßen müssen immer sauber sein, sondern ich möchte gerne, dass wir auch mal wieder Kühe durch den Ort treiben, dann sieht man es auch und ich glaube, das wäre etwas, wo wir es hinkriegen, Landwirtschaft und Tierhaltung dann auch zu fördern und dann merken wir nämlich auch, dass Artenvielfalt eigentlich ein Gewinn für uns alle ist und eben auch ein Gewinn für die Landwirtschaft. Herr Löhr. Also Kuhfladen, nicht dagegen protestieren,
sondern Schippe holen und an die Rosen packen oder an das Gemüse im Garten. Wirkt Wunder. Im Niedersächsischen Weg haben wir gerade in unserer vorletzten Sitzung vereinbart, dass es eben nicht nur für die Kühe die Weidehaltungsgeschichte gibt, sondern für alle anderen Tierchen letztendlich auch, die Schatzis. Und weil gerade in Südniedersachsen haben wir eine ganze Menge Flächen, wo eben keine Kühe da sind, wo Schafe und Ziegen vielleicht da gut biologische Rasenmäher sein können. Aber eins muss ich auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir leben hier in einer Region, die hervorragende Grundlagen hat, um auch intensiv zu wirtschaften. Wir erzeugen hier nachhaltig hohe Erträge an den Früchten, die wir anbauen. Wenn wir jetzt anfangen, eine flächendeckende Extensivierung zu machen, dann müssen wir mal darüber nachdenken, was das auch überregional bedeutet. Wir können natürlich sagen, weniger Lebensmittel sollen weggeschmissen werden, hehrer Wunsch. Weniger Fleisch essen, hehrer Wunsch. Wollen wir das dem Rest der Bevölkerung dieser Welt vorschreiben? Können wir nicht, hehrer Wunsch. Also es wird im Großen und Ganzen so bleiben, um es auf den Punkt zu bringen, das, was wir hier nicht mehr erzeugen, wird an anderer Stelle erzeugt. Und wenn ich einen Hektar Weizen, ich habe also intensiv gegen das Gewerbegebiet in Salzgitter gekämpft und erstmal erfolgreich, aber naja, schauen wir mal, wenn ich da einen Hektar Weizen nicht mehr erzeuge, muss ich in Kasachstan 6 oder 7 Hektar in Betrieb nehmen dafür. Also so indirect land using change nennt man das Ganze. Hat man uns beim Raps mal vorgeworfen. Der langen Rede kurzer Sinn, das muss man auch immer im Kopf haben, dass es diese Geschichte überall verbraucht wird auf der Welt und dass es am Ende so ist, dass wir an anderer Stelle dieser Welt Flächen wieder in die Produktion nehmen. Ich will das jetzt mit der Regenwalddiskussion, wenn wir die jetzt anfangen aufzumachen, dann sind wir morgen früh um 8 Uhr noch hier, will ich jetzt aber nicht. Und auch über das Thema Weltmarkt könnte man natürlich sprechen und jetzt, wenn es um Weidehaltung geht, könnten wir dann auch über den Wolf sprechen. Das wollen wir aber nicht, stattdessen wollen wir das, die Möglichkeit geben, zumindest für 20, 25 Minuten, dass vielleicht Fragen aus dem Publikum kommen. Und da wir kein zusätzliches Mikro haben, laufe ich einfach rum. Ich bitte um Meldungen, falls es Fragen gibt. Ich glaube, die Leute wollen nicht unbedingt nach vorne kommen. Achso, doch, stimmt, für die Kamera. Aber das kann man ihnen ja nicht, die müssen ja nicht nach vor die Kamera kommen. Also gibt es eine Frage im Publikum? Ich bin überrascht, bei so einer Diskussion hätte ich erwartet, dass es eigentlich eine Menge zu diskutieren gibt. Da. Also ich habe eigentlich keine Frage, sondern ich habe vielleicht eine Anmerkung. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb, der von einem Naturschutzverein betrieben wird. Und wir machen auf 100% unserer Fläche Biodiversität. Zumindest ist das das Ziel. Wir machen Landschaftspflege, aber wir sind natürlich auch als landwirtschaftlicher Betrieb gewinnorientiert. Gewinnorientiert über den Verkauf von unseren Rindern, beziehungsweise das Fleisch von unseren Rindern. Und unsere Erfahrung ist, bezogen auf die Biodiversität, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was ist denn eigentlich Biodiversität auf unseren Flächen? Das ist die eine Bemerkung eigentlich. Und die zweite ist eigentlich, wie kriegen wir denn die Biodiversität eigentlich wieder hin, die zum großen Teil verschwunden ist, ist ja gar nicht mehr da. Unsere Grünlandflächen, da gibt es, die sind zwar artenreich, aber die sind nicht so artenreich, wie sie mal waren. Und die Arten kommen einfach nicht mehr hin. So, das ist ein Problem. Und von daher denke ich mal, dass das ganze Problem mit der Biodiversität eigentlich sehr viel komplexer und nicht so einfach zu lösen ist, wie das hier angedeutet worden ist. Also es reicht meiner Meinung nach nicht unbedingt nur aus, Blühstreifen zu fördern, weil auf diesen Blühstreifen wird was eingesät. Und von daher denke ich mal, kommt da von alleine gar nichts hin, wo gar nichts mehr da ist. Wir würden uns mehr Unterstützung erwarten, erhoffen über wissenschaftliche Studien, über mehr Anreiz, was wir letzten Endes machen können und wie wir dazu hinkommen, noch mehr Biodiversität auf unseren Flächen zu bekommen. Ja, das ist meine Anmerkung. Ja, eine Anmerkung, die ging an das Thünen-Institut in gewisser Weise und vielleicht auch ans JKI, mehr Wissenschaft. Wenn sich jemand dazu äußern möchte, gerne, ja, dann...
Ja. Also es gibt viele Ergebnisse, wie man zum Beispiel Grünland wieder artenreicher machen kann. Wir haben seit 3 Jahren in einem Wassergewinnungsgebiet artenarmes Grünland streifenweise eingesät mit Regio-Saatgut von Rieger Hoffmann, glaube ich, haben wir. Und diese Kernstreifen, die strahlen jetzt aus und das Saatgut und die Samen gehen jetzt in das intensive Grünland rein. Also es gibt da gute Möglichkeiten schon. Ne? Moment, das hat jetzt der NABU selber bezahlt. Das klären wir am besten nach der Veranstaltung auch. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum oder Anmerkungen? Na gut, wenn Sie... Ja, bevor wir uns jetzt alle hier in die Arme fallen am Ende und uns alle total lieb haben, wollte ich noch mal muss man ja auch mal ein bisschen was streuen. Herr Oberdominik, Sie haben die Biodiversität in Hondelage ja erhöht. Also ich habe mal 3 Jahre mit einem Landwirt aus Hondelage kooperiert und habe das immer dann von außen mal ein bisschen betrachtet und war dann immer sehr erstaunt, dass auf vielen dieser vernässten Flächen Wasserbüffel rumlaufen. Und das ist natürlich auch eine Erhöhung der Biodiversität, aber nicht unbedingt mit heimischen Arten. Jetzt kann man natürlich sagen, die sind auch europäisch, der Eisbär ist es aber auch. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, ich habe das auch bei unseren Gesprächen zum Niedersächsischen Weg einmal etwas pointiert nach vorne gebracht, als wir 2 Sitzungen lang über die Förderung von Teilflächen des Douglasienanbaus im Wald gesprochen haben und die Umweltverbände sich mit Händen und Füßen gegen die Douglasie gewehrt haben und wir Waldleute gesagt haben, nee, das passt in gewissem Maße hin. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann nehmt ihr mal euren Passus mit den Wasserbüffeln raus und dann können wir uns auch über geringere Mengen Douglasien unterhalten. Also wir sagen, dann sollte man, vielleicht hilft es ja, wenn man nicht Wasserbüffel da laufen lässt, sondern heimische Tierarten, vielleicht ist das dann mit der Biodiversität, vielleicht fressen die Wasserbüffel zur falschen Zeit das Falsche. Also wie gesagt, ein bisschen wollte ich da jetzt mal necken. Ich will auch niemanden länger aufhalten als notwendig, diesen jetzt mit dem Abend zu beginnen. Also wenn es keine Fragen mehr gibt, dann beenden wir diese Veranstaltung. Ich glaube, was man am Schluss gesehen hat, es gibt noch unendlich viele Fragen, die offen sind. Wir haben viele Dinge gar nicht angesprochen. Wir haben nicht das Thema Pflanzenschutzmittel angesprochen beispielsweise. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, aber es kam gar nicht dazu. Es gibt jede Menge Methoden, die erforscht werden, beispielsweise Mischkulturanbau, dass man zum Beispiel Mais mit Lupinen kombiniert oder andere Kombinationen, die dann nicht nur eben auf Ertrag ausgerichtet sind, sondern darauf Insekten Futter zu geben. Was man, Sie haben das Thema Weltmarkt angesprochen, alles was wir hier an Produktivität verlieren, geht eventuell, wird dann halt ins Ausland verfrachtet. Das gilt auch für die höheren Nahrungsmittelpreise. Die Frage ist, kann man den deutschen Markt abschotten gegenüber günstigeren Produkten, die aus dem Ausland kommen, die unter geringeren Ansprüchen produziert wurden? Und eine Frage, die natürlich auch total wichtig ist, wir haben jetzt über das Land gesprochen, über Landwirtschaft. Aber die Frage ist, was ist mit den anderen Flächen in kommunaler Verwaltung und beispielsweise auch Städte? Und wir haben ein schönes Beispiel hier in Braunschweig. Ich mache ein bisschen Eigenlob jetzt für meinen Arbeitgeber, das Julius-Kühn-Institut. Wir haben ja hier dieses Projekt Bienenstadt Braunschweig, wo die Absicht ist, die Stadtplanung, Gestaltung aus der Perspektive der Wildbienen zu betrachten, so dass man eben verschiedene Habitate in der Stadt miteinander vernetzt. Und es gibt auch durchaus Bienenforscher, die sagen, wir haben eine größere Artenvielfalt, zumindest potenziell in den Städten als auf dem Land, weil die Strukturen beispielsweise viel abwechslungsreicher sind als bei den großen, eintönig bewirtschafteten Flächen auf dem Land. Auch darüber könnte man eine ganze eigene Veranstaltung machen. Tun wir nicht, es ist schon 17.30 Uhr, wir haben schon eine Viertelstunde überzogen, deswegen möchte ich Sie nicht lange aufhalten. Ich wünsche noch einen schönen Abend, ich hoffe, Sie haben interessante Anregungen mitgenommen und ich wollte gerade sagen, schauen Sie sich noch die Ausstellung an, aber die ist ja, glaube ich, zu, also nicht. Deswegen sage ich einfach nur, kommen Sie gut nach Hause und vielen Dank.